Herzlich willkommen bei Sinneswiss, eurem Film- und Serie-Podcast auf Schweizerdeutsch. Oh, mein Bier schäumt. Hoppla. Ja, gute Sauerei. Das ist schon lange her, gell? Ja, ich brauche gerade für Telli nochmal Haushaltungspapier, dann sehen wir es. Ich hole es gerade. Aber zuerst begrüße ich wie immer meine beiden Buddies, der Spike. Hoi zusammen. Und der Hill. Ciao zusammen. Und ich bin der Alex. Und heute haben wir wieder mal eine Rückblickfolge. Es ist wieder mal Zeit geworden. Und zwar, in unserer Rückblickfolge, da besprechen wir immer, was wir. Oh, danke schon vielmal. Was wir in der letzten Zeit gesehen haben, im Kino oder gestreamt haben, egal ob Serie oder Film, geben unsere Einschätzung dazu ab. Und so habt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch eine coole Idee. Hey, ist das etwas für mich? Oder, nein, also ganz ehrlich, wenn der Spike sagt, das ist nichts, dann kann das mir auch nicht gefallen. Oder umgekehrt natürlich auch. Ui, das ist auch neu. Genau. Bevor wir aber loslegen, ich habe gefunden, ich mache jetzt so einen Icebreaker. Das ist so mein neues Lieblingswort. Kennt ihr das? Ja, logisch. Deine kleine Welt. Das ist mein anderes Lieblingswort. Nein, Icebreaker, das benutzt man ja sehr, sehr häufig in so Meetings oder so. Weißt du, um ein bisschen warm werden, oder? Um ein bisschen eben das Eisbrechen halt. Ja, eben, so fahren lassen. Auf Deutsch gibt es das Wort Eisbrecher auch. Also. Ja, das Eisbrechen. Ja. Eben, und genau das wollte ich heute auch machen mit euch. Und zwar. Machen wir Duzis. Jemand von. Endlich einmal! Es war langsam Zeit. 100 Folgen miteinander gemacht, kennen uns seit 100 Jahren. Aber gut, fairerweise, ich habe dir noch nie Patrick, glaube ich, gesagt. Ich sage immer noch Hill. Also, wenn du von mir Patrick so, hörst, dann heisst, ich bin hässig auf dich oder so. Ja. Das muss man merken. Das ist das so eures richtig. Gibt es eigentlich viele Leute, die dir Patrick sagen? Wenig. Ja, eben. Das ist eigentlich also Patrick. Oh. Oh, Entschuldigung. Okay. Nein. Ja, Alex, du hast welches Eisbrechen. Genau, und zwar würde ich gerne, dass wir das vielleicht abwechselnd machen. Ganz cool. Einer von uns summt eine Melodie aus einer bekannten, aus einem bekannten Film oder aus einer Serie und die anderen mit roten, was es ist. Ach du Scheisse. Ja, ist das nicht der intellektuellste Ansatz, den ich je gewählt habe? Aber ich fand es einfach noch glatt. Und damit ihr nachher könnt überlegen, fange ich einfach an, weil ich summe das irgendwie schon die ganze Woche ohne. Also, wie kann ich sagen, ohne dass irgendetwas zu tun mit dem, was ich geschaut habe. Mhm. Alright? So. Und vor allem, kommen wir auch in das Podcast. Weißt du, meine, Leute hören uns zu, wir hören einander zu, gezwungenermaßen. Das wird das Ganze noch ein bisschen aufwerten, finde ich. Weißt du, ein bisschen mehr nutzen, dass wir da über Mikrofon reden. Also. Sehr gut! Hey, kann ich noch zuerst zu diesem Teil kommen? Weißt du, am. Weißt du, auch gegen den Schluss, so richtig Style geht? Aber boom, 1-0 Hill. Du kannst gerade du das nächste machen. Oh. Alter, also. So, komm. Ja, ich will schnell überlegen. Jetzt ist so lange Zeit gehabt. Ich habe höchstens, ich habe sicher 5 Sekunden von dieser Melodie gesummt. Oh Gott, jetzt kommt etwas. Okay, vielleicht doch nicht so eine gute Idee gesehen, als Eisbrecher. Spike, hast du etwas? Ich bin so schlecht in sowas. Also, dann machen wir es so. Ihr überlegt euch etwas und wir fangen mal an mit dem ersten Film, den wir geschaut haben. Ich würde, wenn das okay ist für euch, gerade mal anfangen, weil ich bin doch einige Mal im Kino gesehen in den letzten Tagen oder Wochen. Und ich würde gerne zuerst mal anfangen mit dem, passend, mit dem neuen Edgar Wright-Film, Last Night in Soho. Mhm. Weil wir haben noch nicht lange Edgar Wright Special gemacht, als Vorbereitung auf Last Night in Soho. Edgar Wright kennt ihr aus Scott Pilgrim, Baby Driver, der Cornetto-Trilogie, Shaun of the Dead etc. Oder aus unserem Volk. Oder natürlich spätestens seitdem, korrekt. Und jetzt ist er in neuen Film rausgekommen. Unter anderem mit unser aller Darling, der Anya Taylor-Joy, wo wir auch schon ein Special gemacht haben über sie allein. Wenn du sie noch nicht kennst, los ein Special. Yes. Und es geht um, ja, um eine junge Frau, nicht sie, wo, also ich das so Geschichte ganz kurz, die will eigentlich, wie sagt man das? Modedesignerin werden und ist von Naht in den 60er Jahren. Und wird angenommen an einer Modefachhochschule, die gibt es auch wirklich, in London.
Und London hat sie einfach so Swinging Sixties, hat sich ein ganz andere Bilder. Und dann merkt sie dort, oh, das ist aber heute nicht mehr ganz so wie damals. Und dann flüchtet sie eigentlich so in eine halbe Traumwelt, wo sie immer wieder so Visionen hat von einer anderen Figur, eben gespielt von Anya Taylor-Joy, die in den 60er Jahren lebt. Und dann hast du eigentlich so einen Film, der so in zwei Welten lebt, in der Jetztzeit und in der damaligen Zeit. Und es gibt immer wieder so übergreifende Momente, wo du nicht genau weißt, das war aber nur ein Traum gewesen, wieso hat's jetzt doch einen Kratzer und so in diesem Stil. Mhm. Oder? Und das Ganze ist so ein bisschen, ja, es wird so ein bisschen, gerade über einen Trailer, der grossartig ist, wird so ein bisschen verkauft wie so ein bisschen, wirklich ein Horror-Thriller, Psycho-Thriller. Und ich bin dann schauen, am Sonntagnachmittag mit Michel von Brucco. Liebe Grüße an der Stelle. Und wie will ich sagen, hey, die erste Hälfte vom Film oder das erste Drittel, ich bin umgehauen worden. Das ist audiovisuell etwas vom Besten, was ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Zu erwarten beim Edgar Wright, wenn man seine Filme kennt. Mhm. Hey, das macht dich fertig. Das ist so schön gedreht. Ein so crazy Moment. Licht, Schnitt, Musik. Das hätte ich wegblosen, oder? Wirklich wahnsinnig cool. Und du wolltest eigentlich nur noch in dieser 60er-Welt leben. Und dann so ab der Mitte kommt eigentlich der Break. Ohne du jetzt, jetzt viel zu spoilern. Und dann ist halt nicht mehr alles so toll. Und dann wird der Film leider irgendwann ein bisschen zäh. Ja. So ein bisschen. Und es wird ein bisschen zu sehr Psycho, zu viel irgendwelche Geisterwesen, die rumlaufen und weißt, wo sie sieht. Und die ganze Zeit hat sie überall so Albträume und Tagträume und bla bla bla. Und das ist alles ein bisschen für meinen Geschmack too much gesehen. Im Nachhinein, also als ich direkt rausgekommen bin, habe ich gefunden, fuck, was für ein Scheiß. Er hat so grossartig angefangen, ich eigentlich schon wollte 5 von 5 möglichen Sternen zücken. wir müssen ja auf Letterboxd machen. Unsere Liste, die wir hier jetzt abarbeiten, die ist auf Letterboxd einsehbar. Da könnt ihr uns auch folgen übrigens. Das ist eine gratis App und da kann man so ein bisschen Watchlists erstellen oder eben schauen, was andere geschaut haben, Bewertungen machen und auch selber und lesen. Also das ist wirklich witzig. Auf jeden Fall. Und dann eben die zweite Hälfte jetzt leider ein bisschen abgedruckt. Jetzt mit doch einigen Tagen dazwischen, seit ich es gesehen habe, nun ganz so tragisch. Kann ich ein bisschen mehr die tollen Momente wieder im Gedächtnis, sage ich mal. Also, ist unbedingt ein Film, den man muss sehen. Ich habe beide nicht gesehen im Kino. Nein. Also, es ist wirklich schade. Es hat mich so Wunder genommen, wie ihr das findet. Down, down. Hey, und sie singt selber, hä? Ich weiß. Und sie singt gar nicht schlecht. Sie singt gut. Ich finde den Stil, aber vom Original halt, weil sie das. Das Downtown kommt, es explodiert im Original mehr. Und sieht er das gerade das Gegenteil? Das ist so. Ah ja, so der Abtempo. Genau, es heisst genau Abtempo. Aber natürlich gesungen ist. Ja, es ist schon tiptop. Souverän, souverän. Ja. Tanzen können sie auch alle in dem Film, das kann ich auch schon vorwegnehmen. Aber das muss ja auch fast in den Edgar Wright-Film, weil ja alles ein bisschen tänzerisch mittlerweile ist. Oh, da kannst du Musicals. Kino, ja, genau, für dich ideal, ja. aber es nimmt mich unbedingt wundern, wenn ihr den auch noch gesehen habt. Aber für mich ganz klar, das sollte man im Kino gesehen haben. Aber ich verstand, jeder, der nachher ausläuft, hat oh, puh. Und ich habe jetzt öfters gehört von Leuten, die gesagt haben, oh, du bist aber schon ein bisschen starker Mark und so, weil Horrorelemente so. Ganz ehrlich, also ich weiß nicht, was die für Horrorfilme bis jetzt gesehen haben. Also, ich glaube, irgendwie Hui Bu, das Schlossgespenst, ist glaube ich das Schlimmste, was ich gesehen habe vorher. Also, ja, das schlimm ist überhaupt nicht Schlimmste, aber wirklich? Ja, auf eine andere Art, ja, wahrscheinlich. Nein, es ist überhaupt, also der Horroranteil, wenn er immer so im Vordergrund genannt wird, der ist für mich gar nicht da. Es ist für mich eher ein Psychothriller. Okay. Der letzte Film übrigens auch mit Diana Rigg. Nur Diana Rigg? Diana Rigg, Entschuldigung, ja. Ja, so mit Diana Rigg. Ja, okay, ja. ehemaliges Bond-Girl, sie ist natürlich auch Schirm Shamla Malone ist sie dabei gewesen. Und natürlich für die meisten neueren Zuhörerinnen und Zuhörer ist sie bekannt aus Game of Thrones. Sie mit dem Hübli, der sagt, tell him it was me. Wo man 100.000 Memes schon gesehen hat. Ja, das Oberhaupt. Oder let him know it was me. Das Oberhaupt von der Familie Tyrell. Mhm. Vorne mal, jetzt habe ich vergessen. Ich weiß es leider auch nicht. Aber ist egal. Madame Tyrell. Ja, auf jeden Fall, hey. Ich habe ihm, weiß gar nicht, was haben wir für eine Bewertung? Ich glaube 3,5 oder so, oder 4. 3,5, ja. Jo,
Ja, also ich glaube, im Nachhinein müsste ich eigentlich fast ein Stück raufgehen. Aber ja, wirklich toller Film. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Natürlich geht es nicht nur um einen Film im Kino, sondern es geht ja auch um Filme, die von Anfang an nur auf Streamingdienst rauskommen. Und da gibt es einen, der auf Apple TV Plus rausgekommen ist, und zwar heisst der Finch mit Tom Hanks. Hill, du hast den gesehen? Genau, du Finch. Ja, da haben wir einen, ja. Tom Hanks. Direkt rausgekommen. Ja, es ist so ein bisschen ein postapokalyptischer Science-Fiction-Film. Also es geht dort echt um eine postapokalyptische Zeit auf der Erde, wo aus irgendeinem Grund was passiert ist und eigentlich auch Tom Hanks dort allein lebt, zusammen mit seinem Hund. Mhm. Und er ist Techniker und ja, es hat am Anfang so ein bisschen, sagen wir mal, so Walking Dead Feeling, also da ist das rumlaufen und halt, Sachen suchen und Einkaufsläden plündern, ja, das, was sie noch hätten. So. Und ja, zu viel kann man nicht verraten. Es ist eigentlich nicht wirklich ein Actionfilm. Ich mein, es geht hauptsächlich bei ihm darum, um halt ums Überleben. Es gibt auch Einflüsse, wo man dann muss weggehen von seinem Heim dort, zusammen mit seinem Hund. Und da hat auch Technik gespielt, dass ich auch noch einen Roboter, der dann eigentlich so ein bisschen für ihn auch hilft. Und dann, das ist dann auch ein wichtiger Gegenstand. Schlussendlich ist, sagen wir mal, in der Geschichte vom Auto Hund sehr zentral. Mhm. Also ich sage mal so ein bisschen passiv zentral. Und ja, es ist schon ein bisschen auch mehr ein Film, sage ich jetzt mal, wo ich möchte nicht sagen, eher in Richtung Kinderfilm geht, aber es ist jetzt auch nicht gerade so ein typischer postapokalyptischer Film mit viel Action, wo jetzt eher für die Erwachsene ist. Und das ist vor allem auch sehr emotional. Mhm. Ich würde es jetzt nicht unbedingt vergleichen mit Castaway, wo jetzt auf der Hund halt der Ball ist. Aber es geht, es ist so ein bisschen schon wahrscheinlich ein bisschen beeinflusst. Aber es ist ein sehr emotionaler Film eigentlich. Nicht gerade ein Top-Film, aber man kann ihn anschauen. Also es wäre jetzt auch nicht ein Film, wo ich jetzt denke, es wäre ein Film fürs Kino. Ah, ne? Nicht unbedingt, nein. Warum nicht? Ich weiß nicht, das ist... Die Geschichte und so, die finde ich schon nicht schlecht, aber irgendwie, wenn du jetzt im Kino schaust, ist es, wenn du nach Hause gehst, würde ich sagen, zu wenig. Weißt, es fehlt wirklich, es fehlt groß an Action und so, es ist wirklich auf ein kleines Thema ein bisschen konzentriert. Und es ist ein bisschen Tom Hanks, es hat ein bisschen witzige Momente, aber es ist irgendwie für Kinofilme ist für mich zu wenig. Für Filme so daheim ist es eigentlich gerade gut. Wie schon von der Machart her. Ist, weißt, also ich habe, also die Bilder, die ich zumindest gesehen habe davon, die haben extrem aufwendig, also hat wirklich sehr, sehr gut gemacht ausgesehen. Ja, von den Bildern so ist es schon gut gemacht. Das ja. Aber ja, es ist gespielt hat auch viel wiederum in, sei es in einer Wüste oder es bei ihm im Labor zum Beispiel. Es ist jetzt nicht so, dass viele eben gerade so verlassene Städte spielen würde. Es hat schon gute Szenen drin, aber... Vor allem, du hast gesagt, es gibt ja einen Roboter, und es gibt einen Hund und einen Mann. So. Ja. Ganz ehrlich, ich kenne so viele Filme, wo einfach ein Roboter so als Hilfe dabei ist oder so, wo ich immer mega traurig sind. Weißt du, ich denke so an Nummer 5 lebt, wo durchaus auch sehr traurige Momente hat, so für die 80er-Liebhaber unter uns. Aber auch natürlich neuere Sachen wie Chappie zum Beispiel, oder von Blumkamp, ja, großartig auch ist, wie ich zumindest finde. Da hat mich wirklich, eben das, der Roboter, der eigentlich gegen einen Mensch war und so, das ist eigentlich ein bisschen die Pinocchio-Geschichte. Ja. Ist das auch ein bisschen da drin? Eben, es ist emotional. Ist, ja, das hast du schon gesagt. Genau, aber ist es gut in die Pinocchio-Geschichte drin? Will der Roboter menschlich sein? Oder? Da fehlt mir ein bisschen Fleisch am Knochen von dir. Das nicht, also nicht, dass jetzt ein Mensch ich möchte sein, aber er lernt halt. Mhm. Das ist halt ein großer Aspekt. Und
das ist eben so ein wichtiger Punkt, dass er lernen muss, weil er ist abhängig von dem Roboter. Aus gewissen Gründen auch. Und das ist dann eigentlich eben, der Roboter ist ja auch zentral. Ja, man kann ich kann nicht so viel verraten, weil es so Spoiler ist. Okay. Was hast du ihm für eine Bewertung gegeben? Ich kann ihm, ich kann nicht lügen, 3. 3 von 5, okay. Ich hatte das schon noch auf der Liste, irgendwie, aber ich habe das Gefühl, das ist so einer, wo ich so ein Kleenex in der Nähe muss haben. Ja, du mit Roboter sowieso immer. Irgendwie schon, ja. Das, ich weiß nicht wieso. Ja. Trigger Point. Ja, irgendwie schon. Bei dir schon. Und ich meine, es ist auch ein Hund dabei. Also, es ist ein Roboter und ein Hund. Oh Gott! Also, stell dir vor, wenn noch eine Katze und ein Hamster dabei wären, wäre ich am Arsch. Hey, stell dir mal vor, irgendjemand schießt den Roboter ab, der Roboter geht auf den angeleinten Hund. Beide hinüber. Da hörst du nicht mehr auf Lennen, Alex. Ja. Ich glaube, da würde ich zuerst lachen im ersten Moment. Aber im Nachhinein würde ich vielleicht auch ein bisschen ruhig sein, weil es so eine abstruse Szene ist. Also, ja. Bremer Stadtmusikanten, ein Hund, ein Esel, ein Roboter von mir aus und ein Hamster, das würde mich fertig machen. Ja, vor allem, wenn das ist ein geiles Bild. Vor allem, wenn sie verkehrt würden probieren, die Pyramide zu machen. Ein super Hamster, der den Esel auf die Schulter nimmt. Hey, das müssen wir notieren. Warte mal, was habe ich gesagt? Ein Esel, ein Roboter. Ah, ein Esel, ein Hund, ein Roboter und ein Hamster. Ein Hund und ein Hamster. Mal schauen, vielleicht kann ich da etwas. Photoshoppen. Hey. Ja. Ah, warte, nicht zu viel. Wahrscheinlich auch nicht, weil meine Photoshop-Skills sind ja absolut. Nieder. Gut, apropos Nieder. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Film. Soll ich mal eine Melodie noch summen? Oder? Oh, hast du eine? Unbedingt. Bevor ich es vergiss. Ja, klar. Knight Rider. Wie tönt das für euch? Ja, es tönt wie Knight Rider. Es ist ein Hund, das tönt wie Knight Rider. Hat ich sonst gesagt? Alter, das hat tönt wie wenn man Knight Rider-Platte auflegen würde und sagen, hey, wenn ich es rückwärts abspiele, gibt es irgendwie satanische Botschaften. Gibt es das? Ja, das Auto ist schwarz. Der rote Streifen vorne. Ah, teiflisch. Okay, aber gut. Punkt für den Spike. Stark. Eben, ich habe Nieder gesagt, darum wollte ich ganz kurz nur schnell Eternals erwähnen. Ich bin da im Kino geschaut, ein riesen Fehler gesehen. Eternals, neuer Marvel-Film mit Angelina Jolie, Selma Hayek und noch vielen anderen. Junge, ist das etwas vom Beschissensten, was ich seit langem wieder mal gesehen habe? Weiß ich mal, ich habe wirklich. 2,5 Stunden lang bin ich in diesem Kino am. Also mit der Zeit haben wir angefangen lachen bei gewissen Szenen, weil es so dummbatzig ist. Es ist ja von der gleichen Regisseurin, die Nomadland gemacht hat. Und das merkst du auch, weil die Figuren, die völlig langweilig und dumm und blöd sind, auch der halbe Game of Thrones Cast macht da mit, oder Kit Harington und der Madden macht auch mit. Unerträglich, vor allem der Kit Harington, also Jesus, Maria und Josef, der kann ja wirklich gar nichts. Also unerträglich schlecht. Hey, und die Figuren sind alle so bescheuert dumm, denn die ganze Zeit, und das ist eben der Nomadland-Verweis, die ganze Zeit stehen sie irgendwie, wenn die Sonne so, weißt du, so in die Kamera, weißt du, so Gegenlicht ihnen ist, oder, wo so ein bisschen emotional so wirken, sie finden immer wieder so, also wenn ihr seht, dass die Figuren, ich sage jetzt hier etwas mega Wichtiges, aber zuerst müssen sie schauen, dass die Sonne dir ins Gesicht blendet. Warte schnell, stand ein bisschen mehr links, ein bisschen mehr rechts. Ist das wirklich alles gesehen, was gefällt hat? 2,5 Stunden lang gähnende Langeweile und viele sagen ja, wenigstens hat Marvel mal etwas Neues probiert. Auf das habe ich auch gehofft. Aber dass sie dann einfach so einen Scheiß machen, so Wannabe-Intellektuelle oder so, was überhaupt nicht ist, das ist wirklich dummbatziger als dumm. Die Viecher, die Gegner sehen scheiße aus. Jede einzelne Figur von der Eternals ist absolut der Obermüllbrunz. Also wirklich schon lange nicht mehr so einen schlechten Film gesehen. Unerträglich. Es gibt Leute, die finden, wenigstens hat Marvel mal etwas Neues gemacht, anstatt Comics zu verfilmen. Ja, eben, anscheinend sieht das ja auch ein bisschen anders, oder? Und ich finde es eigentlich ja grundsätzlich
finde ich es ja eigentlich gut, wenn man mal etwas Neues probiert. Mhm. Das Beispiel Joker oder so. Weißt du? Oder einfach mal ganz dummes Beispiel vielleicht. Aber gleich, weißt du, aber etwas anderes. Aber das hat es auch funktioniert. Nur einfach per se etwas anderes machen, aber dann beschissener noch machen. Mhm. Das ist wirklich ganz hohe Leistung eigentlich, aber im ganz niederen Segment. Es ist wirklich schlimm. Ja, cool. Es ist wirklich schlimm. Gut, die Durchschnittswertung ist ja gar nicht so schlecht. Ist ja bei einem, also auf Letterboxd ist ja bei einem 3,4 aktuell. What? Fanboys! Das sind Leute, die es bewertet haben und gar nicht gesehen haben, bin ich sicher. Es können aber dann auch wieder so einige sein, die, die Comic-Fans sind und wo es für Comic-Fans wieder gut umgesetzt ist. Ich nehme nicht an, dass du mal von den Comics Eternals gehört hast. Nein, ganz ehrlich nicht. Ich habe von einem Trailer gesehen und dann ist irgendein Monster aus dem Meer gesprungen und ich habe zuerst gedacht, CGI-Technik sieht aus, was aus einem alten Herkules-Film. Das nächste Problem, CGI in einem Film ist so schlecht. Und ganz ehrlich, sieht man nicht böse, aber ich finde allgemein CGI in Marvel-Filmen finde ich gar nicht gut. Die finde ich zum Grossteil, nicht immer, aber zum Grossteil finde ich die recht. Also für das sie so ein Budget immer haben, die Filme. Und eigentlich, sind wir ehrlich, 99% von der Zeit stellen sie eh von einer grünen Leinwand, oder? Ja, in diesem Film. Ja. Dann merkst du einfach, what the fuck? Da ist wahrscheinlich einfach zu viel wird in die Werbung rein und irgendwelche Rechte. Und halt in gewisse Schauspieler, die 10 Sekunden im Hintergrund durchlaufen. Hey, ciao! Und viel zu wenig fürs Technische, wenn du so etwas machst. Ja, es ist einfach wirklich bei den ganz, ganz Grossen, die dann auch überall beliebt sind. Ist die Tricktechnik wirklich gut. So Avengers Endgame ist recht gut gewesen, Thor 3 ist auch recht gut gewesen. Gerade die Kampfszenen, Thor und so, Korg. Hast du gerade offen Eternals? Ja. Siehst du, was für ein Budget der hat? Ah, nein, ich bin auf Letterboxd, da ist es nicht drauf. Aber schade, weil ich meinte, also, es wird wahrscheinlich um einen ähnlichen Rahmen sein wie Dune. Und einfach als Vergleich jetzt mit Denis Villeneuve zu Dune, weil das ja auch rausgekommen ist. Das suche ich dir. Was schätzt du das Budget? Der glaube ich irgendwie 150 oder so. Oder nicht einmal glaube ich. Also für so ein grosses Monumentalwerk gar nicht so extrem hoch. Und dort, du kommst nicht einmal auf die Idee, dass du sagst, oh, CGI. Nicht ein einziges Mal, weil es so gut in Bildspruch, in alles reinpasst. Du hast wirklich das Gefühl, du bist stört. Das ist, weißt du, kannst es anlängen. Ja. Es fühlt sich an, nicht wie am Computer hergestellt, sondern fuck, ich bin jetzt auf diesem Planet. Oder das Raumschiff fliegt jetzt gerade auf mich zu, oder wie auch immer. Und da ist einfach die ganze Zeit nur das Gefühl, hoi, da haben sie aber den Lehrling angelassen, am Computer. Weißt du, was ich meine? Ja. Also wirklich, und immer das Bedeutungsschwangere irgendwie in die Ferne schauen und irgendwelche mega intellektuellen Phrasen von sich lassen. Hey, wenn Comic-Fans von Eternals sagen, wow, ist mega geil, das ist genau gleich wie der Comic. Es tut mir mega leid für euer Leben, aber ihr habt scheiß Comics gelesen in eurem Leben. Weil die sind echt lauselpetrig. Mhm. Weil Geschichte grundsätzlich finde ich eigentlich gar nicht so uncool. Du kannst mega viel daraus machen. Ich meine, wir sind seit Jahrtausenden, Millionen Jahren, sind die auf der Welt und bewahren uns eigentlich vor diesen Viechern, die man hier in dem Trailer auch sieht, oder? Für auf alles, sie nochmal kommen. Und ansonsten haben sie ab und zu mal ein bisschen hingegeben, wo also essentielle Punkte sind in der Weltbewegung. Zum Beispiel Atombomben ist ein Thema, mal ganz kurz. Und das sind die guten, starken Momente, wo ich denke, wow, hey, das wäre eigentlich wirklich cool, dass du einfach so ein Illuminati-Moment eigentlich drin hast, dass wir die wichtigsten Impulse im Leben, keine Ahnung, ein Rat oder irgend sowas, oder die Sprache, wie auch immer, dass es eigentlich von Außerirdischen, blöd gesagt, von irgendwelchen Typen oder Frauen, wie auch immer, es ist ja alles, es ist auch wieder das, oder? Es ist wieder so das typische Diversity-Cast, oder? Das ist alles ein bisschen dabei. Also wirklich von klein, dick, dünn, schwarz, weiß, grün, blau, homosexuell, heterosexuell, bisexuell, ich glaube, es ist alles gibt's einmal. Und du denkst einfach immer die ganze Zeit, oh, welches Böckchen ist noch nicht abtickt in der To-Do-Liste, damit man alles einmal hat. Ah, genau. Homosexuelle Figur haben wir noch nicht. Und im nächsten Schnitt siehst du, wie einer mit seinem Mann daheim wohnt. Das stört niemand, aber es ist einfach so nach Schema F. Dann kommt dann plötzlich ein rassistischer Südstaatler mit Ku Klux Klan-Maske. Nein, das hätte es wirklich nicht gegeben. Ja. Gut, natürlich nicht, aber weil das Schlechte wird natürlich nicht gezeigt. Ja, ja, wünschst du nicht, um das Rad zu erfinden? Ey, es ist. Ja, richtig. Nein, es ist wirklich. Eigentlich hat er wirklich Potenzial. Ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass Comics wirklich cool sind, weil die Idee finde ich wirklich lässig. Also viel interessanter als fast einiges, was ich aus dem Marvel-Universum ehrlich gesagt kenne.
Aber der Film ist einfach nur grottenschlecht. Ich habe mir einen halben Stern gegeben. Ich weiß nicht mal wieso. Okay. Also ich glaube, ich habe mich vertippt. Also das Budget habe ich jetzt. Ah, und? Recht hoch. Der hat 200 Millionen US-Dollar Budget Alter, gehabt. 50 Millionen mehr als Dune. Und sieht einfach nicht mal ein Achtel ja, so gut aus. Fast. 35 mehr als Dune. Dune hat 165. Okay, gemäß okay. Der Seite, wo ich jetzt gerade bin. Ah, aber right, im okay. Vergleich, Avengers Endgame hat 356 Millionen gehabt. Sind ja wahnsinnig. Ja. Ja gut, aber das sind etwa 150 Millionen, sind gerade mal an die Schauspieler gegangen. Ja, ja, ich glaube, das machen das Budget, das haben wir verbrennt und hinten durch, weißt du, so im Finanzamt vorbei. Ah, das Steuern. Ah, je. Yeah. Ja. Nein, aber hey, ganz ehrlich, ich sage ja immer, ich bin der Erste, hey, geht alles im Kino schauen. Ich meine, ich bin auch da im Kino schauen. Aber macht es nicht. Geht für etwas anderes Geld aus. Eben wie zum Beispiel Last Night in Soho oder... French Dispatch bin ich noch geschaut, den ich nur ganz kurz ansprechen von Wes Anderson. Weil, wer Wes Anderson-Fan ist, den müssen wir jetzt gar nicht abholen. Der ist eh schon im Kino gesehen oder geht noch ins Kino. Ist ein typischer Wes Anderson. Er übertreibt vielleicht ein bisschen in diesem Film. Für mich niemals so gut wie Life Aquatic oder Moonrise Kingdom, was so mein Favorite ist von ihm. Aber hey, für alle anderen, kann man machen. Und in diesem Film siehst du, mindestens, wenn nicht sogar doppelt so viele Stars wie in Eternals. Und wir können auch mal etwas. Oder kriegen wenigstens die Möglichkeit, etwas zu zeigen. So. Leck mich hässig. Dann musst du nicht. Nein, nein. Alles gut. Darum gehen wir doch jetzt wieder zurück ein bisschen in den neuen Streaming-Sektor. Wir hatten ja schon Finch gehabt. Aber, ich glaube, du, Spike, hast auch etwas entdeckt, wo auch direkt auf einen Streaming-Dienst gekommen ist. Oder ist der im Kino gelaufen? Die Sachen, die ich geschaut habe, die neu sind, sind alle im Kino gelaufen. So viele Ah, sicher. Colin in Black and White. Sicher, dass der mal im Kino gelaufen ist? Das habe nicht ich gesehen. Ah, das bist du gewesen. Oh, Entschuldigung. Ich meine, das war der Spike. Ja, sorry. Ist übrigens eine Serie, Miniserie. Ah, okay. Ja, der Hill ist ja der einzige von uns, der es irgendwie ankriegt, dass bei dieser Serie, die er schaut, plötzlich einen Letterboxd-Eintrag gibt. Nein, habe ich auch einmal geschafft jetzt. Ja. Aber normalerweise ist das seine Superkraft. Er findet Letterboxd-Eintrag, was es sonst nicht gibt. Ich habe letztlich gemerkt, dass doch recht viele Serien mittlerweile sind. Ja, Miniserie und so mittlerweile. Ja, gut, ich weiß auch nicht, ich meine, doch Go heisst 210 Minuten. Also weißt du, es ist wirklich, es sind ab 8 Folgen, eine halbe Stunde. Was geht es denn? Oder was ist das so eine Serie? Es ist Call in Black and White. Und es geht hauptsächlich, also es ist auch, du, es ist einerseits, ist zeigt es, sagen wir so, der Aufstieg, der Gang von einem Kind, also einem Jugendlichen in Amerika, der Quarterback will werden. Und wie er halt so durch die, nicht das College, durch die Highschool geht. Dann spielt er noch Basketball, er spielt Baseball, dann spielt er Quarterback. Und er ist vor allem recht gut im Baseball, aber er will unbedingt kein Stipendium, weil er will Quarterback werden. Kriegt aber nie ein Angebot. Und also er will Stipendium würde er schon nehmen, aber nicht für Baseball. Weil er ja für das dann müsste Baseball spielen. Genau, Baseball bekommt er vor allen. Er wird da als Superstar und mit Millionen Vertrag aufgehoben und sagt, du musst es machen, aber er sagt so, mein Traum ist Quarterback. Okay. Und alle lenken sich nach den Kopf, aber er kämpft sich durch, er will das. Ja, vor allem da lenkst du den Kopf so, wieso du denn so viel Zeit aufwenden, um dann nebendran so saumässig gut im Baseball zu sein und du hast nicht mehr Football trainieren? Ja, also das Ding ist halt in Amerika, du hast halt eine Season Football zum Beispiel. Dann ist die Saison fertig und dann spielst du halt eine Season noch im Team Baseball. Das häufig, aber tut sich Football und Baseball nicht überschneiden, weil die sind ja beide normalerweise draussen. Der Basketball ist ja normalerweise in der Halle. Ich habe immer gemeint, Basketball sei das, was dann eher auf den Winter gespielt wird. Ja, wenn du in Kalifornien im Winter spielst, ist immer noch 20 Grad. Okay, ja, fair enough. Also, es ist ja dann oft so, dass wirklich die an der Schule. Die spielen mehrere Sportsteams. Ja. Also es gibt ja oft im Football, da gibt es viele, die hätten könnten Profi-Baseballspieler noch werden oder haben sie sich für Football entschieden. Ja, oder Profi-Basketballer, die dann plötzlich Baseballspieler werden werden. Der hat wahrscheinlich auch in der Schule oder so halt Baseball gespielt und hat dann gefunden, ja komm ich. Kann das noch? Ja. Jedenfalls
ist das einerseits der Werdegang, aber es geht eben vor allem um den Call-In. Und der richtige Call-In erzählt dort auch seine Geschichte. Also weißt du das denn? Weißt du, für die, die sich nicht auskennen? Genau, da komme ich selber gerade drum. Mhm. Der Call-In ist der Call-In Kaepernick. Da sagt jeder so, Kaepernick, Moment. Und ja, ich glaube, da hat schon jeder von ihm gehört. Das ist der Quarterback, ehemalige San Francisco 49ers, der vor zwei, drei Jahren aufs Knie gegangen ist während der Nationalhymne der NFL. Riesen runde Afro. Ja. Und dann spätestens, wo der Trump an der Macht war, hat man ihn kennt, weil der hat ja gesagt, machen den Hurensohn vom Feld und bla bla bla. So hat er so gesagt? Son of a bitch ist voll. Ah, wirklich? Ah, krass. Es ist schon Trump. Also. Ja, gut. Es sind gerade noch schlimmere Wörter gefallen. Fair enough. Ja. Und ja, dann ist er dann auch geschmissen worden. Man hat nicht mehr von ihm wissen. Man hat es, sag mal, duldet. Es ist lange Hiccup. Wenn er weg war, ist eine Zeit später, hat es jeder gemacht. Mhm. Aber er ist dann schon weg. Ist momentan immer noch Free Agent, also er spielt eigentlich nicht mehr. Also meine Meinung zu ihm ist ein bisschen zweiteilt auch vom Kaepernick. Das merkt man auch in dieser Serie. Also, er läuft da wirklich immer wieder um, und hinten siehst du den Screen. Mhm. Dann siehst du auch Sachen, die passieren. Und er erzählt dann aber auch generell viel über Rassismus. Und also auch die Serie geht auch viel über Rassismus. Mhm. Aber es ist nicht unbedingt der Rassismus, den man jetzt irgendwie meint. So, ja, wenn es, du läufst irgendwo durch die Stadt, es kommt einem entgegen und pöbelt die blöd an. Sondern es ist so der passive Rassismus in der Gesellschaft. Irgendwie, das wird da, wenn es zum Beispiel schon mal Hotellobby und seine Eltern sind weiß, lässt adoptiert. Okay. Er ist auch in einer Gegend aufgewachsen, wo es eigentlich mehr eigentlich nur, ich glaube, der einzige gesehen, der nicht weiß war in der ganzen Stadt. Okay. Dann ist er auch er ist oft in einem Hotel, wenn sie ein Game hatten, also ein Spiel, Game Day. Und dann ist es oft so, dass sie immer gerade an der Rezeption sind, so anschauen. Und da gibt es oft irgendwie so Gratis-Öpfel oder Gratis-Keks. Und immer wenn er etwas will holen, dann siehst du so, gehen sie an, so, ja, was machst du da in diesem Stil? Wer bist du? Hast du überhaupt ein Zimmer gemietet? Ah, gerade so. Okay. Oder irgendeine Kollegen gehen gratis Klasse holen, er auch. Alle gehen das zweite Mal und der Name heisst, du hast im Fall schon eine Klasse gehabt. Okay. Dann sagt er, ja, aber alle haben eine Klasse gehabt. Also, wer alle? Ich weiss, dass du schon eins gehabt hast. Weil er halt, sag's mal, aufgefallen in dem Sinne. Ja, ja, in dem Sinne. Halt aus der Massen aus in dem Moment. Ja, und das ist halt eben auch gezeigt, dass auch überall, das geht durchs ganze Band eigentlich durch, dass er immer die zweite Wahl ist und immer diskriminierend wird, aber eben nicht offensichtlich. Also die Leute merken zum Teil gar nicht, dass sie eigentlich jetzt gerade ziemlich rassistisch sind in dem Stil. Dann tut er aber auch noch halt so generell über Gesellschaft reden, wo was falsch läuft. Gerade wenn eine Familie möchte eine Hypothek holen möchte, dann erklärt er auch, wie viel jetzt abgelehnt wird, wenn sie einfach, weil sie schwarz sind, aufgrund von dem. Etc. Und erklärt dann halt viel über Gesellschaft oder Rassismus ist. Und ich habe bei ihm so ein bisschen das Problem, dass du einerseits das, was er macht, habe ich gut gefunden. Mhm. Andererseits ist es wieder so, als er zum Beispiel Free Agent war und keinen Verein hatte, hat es anscheinend schon Vereine gegeben, die ihn wieder haben wollen. Also eine Zeit lang hat ihn keinen mehr wollen. Dann ist eigentlich fast so wie verboten worden, dass keiner da nehmen darf. Und jeder gefunden hat, also ich sage mal, eingeschüchtert war, dass wenn ein Verein da würde, auch wieder Probleme bekommen, der Club. Mhm. Aber er hat Angebot gehabt, aber scheinbar ist so gemunkelt, also gesagt worden, er hat zu wenig Geld bekommen. Seine Frau hat gefunden, also nein, mach das nicht, ist zu wenig Geld. Und was halt wirklich auch ziemlich kontrovers ist, was auch diskutiert wurde, ist, dass er irgendwie einmal ein Werbegesicht geworden ist von Nike-Schuhen. Und dann ist halt oft diskutiert worden, so, jo, Kollege, die Nike-Schuhe irgendwie sind in Bangladesch hergestellt worden, vielleicht bei Kinderarbeit. Und du bist eigentlich der, der gegen Rassismus und Sklaverei auch das wird aufklären und dagegen kämpfen. Dann kannst du schlecht halt für Nike. Mhm.
Und dann ist ja so ein bisschen das Bild gekommen, dass das halt eben auch doch ein bisschen, wenn es ums Geld geht, vielleicht ein bisschen seine Meinung verschiebt. Mhm. Und, ja, dadurch, ich meine, das Ding ist halt, viel, was man kennt von ihm, das merkst du, das bekommst du halt über Medien mit, aber persönlich kennst du ihn nicht. Und es ist so, was stimmt, was nicht. Ja, aber wenn jetzt einer halt das Werbegesicht ist von etwas, dann weißt du, so, Aber ist denn die Serie, weißt du, ist sie gut gemacht, hat sie dir gefallen? Ist sie, weißt du, also nicht unterhaltsam, aber tut es wenigstens das Kritische auch in der Frage oder wird er einfach nur so als, in Anführungszeichen, Messias dargestellt, weißt du, so als Gutmensch und alles toll? Oder gibt es auch Schattenseiten, die gezeigt werden? Es ist eben auch schon in der Serie, wird er schon auch, also oder nicht dargestellt, sondern er gibt sich halt auch so, sag so ein bisschen, ja, Messias ist nicht das richtige Wort, aber es ist schon so, dass er... Als Gutmensch von mir aus, oder? Ja. Oder weißt du, gibt's auch Kratzer? Ja. Ganz einfach, Hill. Gibt es so Momente, wo du merkst, oh, nicht alles ist perfekt, er ist kein perfekter Mensch? Er macht auch mal Scheiß. Gar nicht, das ist eben das Ding. Ah, okay. Er stellt sich wirklich da als... gut, er hat einen Streber gesehen, gute Noten, alles. Okay. Gut im Sport gesehen. Oder haben wir den Fehler? Er flippt auch nie aus bei so Aktionen, wenn es irgendwie auch beleidigt wird in dem Sinn. Mhm. Also es ist eigentlich so, dass du ihm nie etwas könntest anhängen, so jetzt dort reagiert oder so. Und das Ganze ist aber schon so ein bisschen so zu sauber, sag ich mal. So, du merkst ja schon, dass er sich selber darstellt, wie der Unfehlbare, wo eigentlich immer nur ein Opfer ist. Das merkst du halt eben, also eben wenn ich kenne ihn eben schon so vor dieser Serie und hast du schon immer schon auch dort schon ein bisschen so den Eindruck gehabt und die Serie bestätigt es ein bisschen auch. Ah, das ist doch schlecht. Ich meine, das Thema, das er angreift, das er behandelt, ist sehr gut. Auch zum das Ganze mal mitzubekommen. Was es so sonst noch für Probleme gibt, wo eigentlich gar nicht groß mitbekommst. Mhm. Wie NASK aufgehabt hat, aber es ist, du merkst halt schon. Von wann bis wann zeigt es denn? Weißt du, zeigt es von Kindesbein an bis zur Startkarriere oder auch noch Teil von der Karriere? Es ist eigentlich wirklich nur mit drin, wo noch Highschool, ungefähr 2-3 Jahre. Okay. Es gibt zum Teil immer wieder Sprünge. Bis er dann eigentlich ein Stipendium bekommt. Okay. Okay. Aber du hast mir ja gleich, also ich habe jetzt gerade gesehen, du hast mir gleich 4 Sterne gegeben. Mhm. Also, so schlecht kann es ja nicht sein. Gerade bei dir, du bist ja so ein recht strenger Sternenvergeber. Ja, wow. Muss ich sagen. Ah, doch. Nein, also ich finde eben vor allem sehr gut, wie das Problem und anspricht. Mhm. Und halt die Mischung, dass einerseits jemand, der kämpft und etwas will erreichen, aber halt das Ganze gemischt mit Aufklärung, wo was passiert und dann Sachen auch erklärt und da geht ein bisschen Geschichte zurück von anderen Leuten, die etwas gemacht haben in Amerika, die zu sich gestanden sind und sich nicht verkaufen lassen, etc. Und erklärt das, zeigt auch dir, was die ähnliche Situation haben. Und das Ganze eben so ein bisschen Aufklärung. Mhm. Das ist eigentlich das auch, was mir sehr... Okay. Alle hat. Okay. Alright, aber vielleicht als Abschließendes noch zu dem, bevor wir zum nächsten gehen, ist es auch etwas, wo man schauen kann, wenn man jetzt kein Football-Fan ist? Absolut. Gut. Alright. Ja, voilà, dann haben wir doch schon immerhin 2 Tipps, richtige Tipps und etwas, was ihr nicht schauen solltet. ich würde sagen, wir gehen mal richtig Serie. Weil da haben wir einiges geschaut in letzter Zeit, ist mir aufgefallen. Es ist auch einiges rausgekommen. Ah, voilà. Und ich würde gerade gerne als erstes anfangen, weil ich wirklich gespannt bin. Wegen Dexter. Dexter, okay, ja. Das habe ich geschaut. Also, es ist Dexter. Habt ihr beide Dexter gesehen? Yes. Angeschaut, ja. Okay, für die es nicht kennen, ein Mann, der hat schon als Jugendlicher angefangen, wo eine Art Störung hat, er ist ein Serienkiller und wird adoptiert von einem Polizist. Der Polizist erkennt das, der Polizist bringt ihm dann bei,
mit dem umzugehen, merkt aber, er kann nicht aufhören damit. Darum bringt er ihm bei, weil er nicht verwünscht wird. Und dazu hat es eine Serie gegeben mit, was sind es, 7 oder 8 Staffeln? Nein, 8 Staffeln sind es gesehen. Wo ich saumässig gut gefunden habe. Er war dort ja noch Forensiker gewesen, bei der Polizei. Hat durch das auch alle möglichen Infos bekommen und er hat sich dann angewöhnt, nur Mörder umzubringen. Ja, und ganz, ganz tolle Serie, hochgelobt von allen möglichen riesen Fangemeinden bis aufs Ende. Das haben ja alle grottenschlecht gefunden. Und das hat man jetzt dann einmal aufgegriffen. Und jetzt kommt mindestens noch eine Staffel Dexter, wo nach dem Ende spielt. Ich weiß nicht, ob es mehr als die eine Staffel gibt. Ich meinte die schon nicht mehr als die. Aber sie heisst, hat sie nicht noch so einen Ansatz? Heißt es nicht irgendwie Dexter New Blood oder so? Ja, genau. New Blood, oder? Yeah, yeah, yeah. Hey, leck, da habe ich so lachen. Das war so ein Horrorfilm-Klischee, New Blood. Das habe ich schon also, gefühlt schon 100 Horrorfilme, zweite, dritte Könnte Leiter. Man noch anders interpretieren, aber so weit ist man noch nicht. Mhm. Aber es ist jetzt einmal, der Montag ist die erste Folge rausgekommen auf Sky. Mhm. Es gibt anscheinend schon mehr auf dem Originalsender. Mhm. Aber eben, der Montag ist die erste auf Sky rausgekommen und ich bin ja wirklich ein grosser Dexter-Fan gewesen. Ich habe das mehrmals durchgeschaut. Sagen wir es mal so, ich habe jetzt auch ein Sky-Abo. Wegen Dexter. Und ich habe jetzt die erste Folge geschaut, gestern zu oben gerade. Und es ist schon cool, den Dexter wieder zu sehen. Es ist schon wirklich cool. Und jetzt ist natürlich ein komplett anderes Setting. Ich meine, wer das Serienende gesehen hat, weiss, wo es nachher verschlagen hat. Ich will jetzt nicht allzu viel erzählen, aber es spielt nicht mehr in Miami. Es spielt jetzt an einem Ort, wo es auch durchaus mal Schnee gibt. Mhm. Es hat noch die ein oder andere Verbindung zu der alten Serie. Mhm. Und der Dexter ist irgendwo... Er hat sich irgendwo verändert und wer den Dexter kennt, weiß, egal wie sich der Dexter verändert, er bleibt immer der Dexter. Mhm. Das ist hier auch so. Und ja, also, mich hat es gerade wieder sehr gepackt. Also, ich würde jetzt, okay. Ich würd jetzt auch nicht einmal warten, bis die Serie, bis die Staffel abgeschlossen ist, damit ich alles im Stück schaue. Nein, die schaue ich jetzt wirklich jede Woche. Jetzt machst du wieder den Oldschool-Flavor. Immer am Montag oben kommt die neue Folge. Ja, das habe ich in den letzten 10 Jahren, glaube ich, noch bei Game of Thrones und The Walking Dead gemacht. Aber sonst praktisch nicht. Oder? Ja. Ah, nein, bei Mighty Ducks habe ich es auch noch gemacht. Ah, ja. Das ist auch cool gewesen. Ich habe ja bei Apple TV immer am Freitag zu oben. Ja, durch den Tag durch haben wir, glaube ich, die Folge. Aber ich finde das eigentlich... Ich meine, weißt du, wir sind uns ja das wirklich... Also, bevor wir wieder zurück zu Dexter gehen, aber es nimmt mir jetzt gleich schnell Wunder, für, wenn ihr das seht. Wir sind ja ein bisschen in der ganzen Binge-Watching-Welt, wo wir mittlerweile leben. Also das Zeug alles am Stück schauen. Genau, oder? Wo einfach, eben wie jetzt bei einer anderen Serie, wo wir nachher noch kommen, zum Beispiel Netflix macht das ja meistens so, genau. Dass sie einfach gerade die ganze Staffel, 10 Folgen, 20 Folgen, wie auch immer, gerade aufs Mall online stellen. Und ich finde, dass... Ich will das jetzt auch jetzt führen zu wieder. Natürlich ist es toll, wenn man gerade am Stück etwas durchschauen kann, eben binge-watchen, oder? Ja. Andererseits habe ich ein bisschen, eben, wir kommen ja noch aus der Generation, die es wirklich noch so erlebt hat, hey, immer am Montag oben kommt eine neue Folge Akte X zum Beispiel. Oder für mich ist Knight Rider, oder wie gut, ist vielleicht nicht so gut. Knight Rider haben wir nicht ganz so mitbekommen. Vor allem Knight Rider ist vor allem ja eh einfach random irgendwie gelaufen. Das ist ja... Am Samstag ist Folge 3 aus Staffel 5 gekommen, oder was weiß ich. Am Dienstag oben ist immer Emergency Room gelaufen. Oder? Ja, genau, sowas, oder? Und dann haben wir am Samstag zu oben Zeit für Wetten, dass... Richtig, es war halt so ein Happening gewesen. Du hast gewusst, hey, am Montag zu oben, da kann ich nicht. Ja. Nicht, dass ich einen Spinning-Kurs habe oder irgendwie muss go Mandalas malen oder so. Nein, ich schaue die neue Serie. Boah, kranke Leute. Ich sage jetzt einfach... Hast du es verpasst? Korrekt, ja. Ich meine, gut, heute kannst du ja auch sagen, ja gut, es kommt am Montag raus, ich kann es am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag im Jahr schauen. Aber gleich, irgendwie, ich finde, das hat schon nochmal etwas anderes. Es hat ein anderes Feeling. Es hat so, weißt du, das Gespräch am nächsten Tag im Geschäft oder mit Kollegen oder am Abend. Alter, hast du die neue Folge XY, was auch immer, gesehen? Ja, krass, ey, es nimmt mich mega wund, wie es nächste Woche weitergeht. Und
Und ganz ehrlich, die Binge, also die Serie, die gerade so aufs Maul reingeschossen werden, die verhindern die Gespräche. Weil dort passiert einfach Folgendes. Hey, Alter, hast du, keine Ahnung, Squid Game gesehen? Ja voll, aber noch nicht alles erzählen. Ich bin erst bei der 5. Folge. Weißt du, ich meine, es verhindert so ein bisschen das Gespräch. Ah, okay. Ah, ja, da kann ich nicht sagen. Ja. Und ich finde, das hat so einen Event-Charakter. Und irgendwie schätze ich das. Nein, ich nicht mehr. Nein, nicht mehr, weil ich habe dann wieder das Problem, durch das, es gibt ja fast niemand mehr, der momentan nur die eine Serie schaut. Wir haben ja mittlerweile alle so unsere 3, 4, 5 Serien, die wir gleichzeitig schauen. Und dann bleibst du nicht mehr richtig dran. Dann ist mir lieber, hey, ich schaue jetzt einmal einfach die Serie durch, dann ist das okay, dann ist das für den Moment abgeschlossen, dann habe ich die Story aber auch gerade voll aufgenommen, habe die dann auch komplett kapiert und nicht so, ja, oh Moment, oh, was ist jetzt letzte Woche bei Dexter passiert und Nein, das ist bei Game of Thrones passiert. Und, nein, das ist bei Walking Dead passiert. Und, so. Mittlerweile, in der Zeit, in der wir heute sind, früher war das etwas anderes. Gewesen. Mhm. Früher war auch die Informationssuche ein bisschen anders. Gewesen. Da hast du dir dazwischen noch gewisse Sachen zusammengesucht oder nachgelesen. Ich habe ja immer die ganzen Filme und TV-Heftchen und so im Kiosk gekauft. Da habe ich wirklich ganz viele Infos zusammengesucht. Das war schon mal noch cool gewesen. Aber heutzutage finde ich, geht für mich das Konzept nicht mehr auf. Ich finde, es kommt auf die Serie drauf an. Ich finde, bei Eventserien, wenn es persönliche Eventserien sind, dann funktioniert es. Also ich weiss noch eben, Game of Thrones, die letzten 2 Staffeln Minimum, sind ich und meine Freundin sind immer am Montagmorgen um 3 oder so ist der Wecker gestellt worden. Damit wir es können live quasi schauen, wenn sie in Amerika und im deutschen Fernsehen halt, ja. Sky ist das, glaube ich, gesehen oder so, haben können dann gerade schauen. Wir haben einfach Panik gehabt, schon fast. Erst einmal davor, dass wir gespoilert werden durch soziale Medien, durch den Geschäft. Hey, ich bin auf 4 Uhr aufgestanden und habe gesehen, du Jon Snow ist gestorben. Und dann so, fuck, du Wichser, ich habe es noch nicht gesehen. Weißt du, dass der Moment. Ja, genau, so, Jon Snow tot, what? Ja, aber das ist ja genau wieder das. Da hast du wieder den Druck, dass du nicht gespoilert werden willst. Von dem her macht dann das Gespräch am nächsten Tag im Geschäft auch gar keinen Sinn mehr. Nein, aber es ist ein Happening. Hey, wir haben das so gefeiert. Natürlich sind wir halb im Schlaf gesehen, aber es ist. Und bei so einer Serie wie eben Game of Thrones, weißt du, überlebensgrosse Serie, das finde ich es noch geil. Bei so kleinen, feinen Serien, weißt du, oder ganz blöd gesagt, irgendeine Comedy-Serie. Völlig egal. Du kannst von mir sagen, gerade 4 Staffeln aufs Maul rausgehen. Es ist wurscht, ob du bei Scrubs jetzt in der 6. Staffel oder der 3. Staffel eingeschaltet hast. Das meine ich. Genau das meine ich. Und darum. Und das ist ja das der Moment, wo ich einmal irgendwann aufgehört habe, weil ich eben zeitgleich irgendwie 5 Serien immer gewartet habe. Und jetzt tue ich immer so wirklich so ein bisschen ausbalancieren. Zum Beispiel Morning Show, 1. Staffel, ich habe sie geliebt. Grossartig. Aber die 2. Staffel, die ist erst komplett fertig. Ich glaube, diesen Freitag wird sie jetzt komplett fertig, oder letzten Freitag. So. Und ich habe einfach gedacht, nein, ich warte jetzt, bis das durch ist. Weil das ist so wirklich für mich ein Wochenendprogramm. 10 Folgen passt, oder? Ja. Aber bei anderen Sachen, eben zum Beispiel Walking Dead, das ist ein gutes Beispiel. Ich schaue ja, ich bin ja immer noch da, wo jeden Montag oben, ja halt, jetzt ist gerade Pause wieder, oder? Aber jeden Montag oben die neue Folge schaue. Und jedes Mal denke ich, wieso mache ich das eigentlich? Das ist alles scheiße. Aber ich schaue es gleich noch. Ja, ich will es einfach durchkriegen. Weißt du, so, will Zahnarzttermin. Und eben, ich komme dann dort nicht dazu, also am Montag zu oben zu schauen. Bei mir jetzt meistens Dienstag oder Mittwoch. Früher schon immer Bandprobe, Walking Dead hat irgendwie fast jeder gesagt, wie bist du? Ja, bin noch eine Folge hinten drin. Ah, scheiße, da kann ich heute nicht drüber reden. Dann regt man sich drüber auf. Also, wie bist du? Ich bin jetzt aktuell. Okay, ja, können wir schnell rausreden. Ja, toll. Komm, nein, also, sorry. Bist Team Binge-Watch dem Fall? Mittlerweile, ja. Ja. Früher noch schon nicht, aber mittlerweile. Bei dir? Ich muss eher sagen, dass es gibt. Also, ich schaue jetzt 50-50 gewisse Serien, die sind wirklich am Stück. Wo man jeden Tag kommt, irgendwie heim oder so, irgendwie zu Nacht ist, nebenan schaue dann die Serie. Was schaust du denn im Moment? Momentan bin ich du New Pope. Oh, jetzt? Jetzt? Du Young Pope habe ich geschaut, das ist die erste Staffel. Du Martin hat gesagt, hey, du musst im Fall genau, New Pope schauen. Unser Top Gun-Kollege. New Pope, okay, aber Moment, das ist die 2. Staffel. Das Ding ist eben, es ist sehr verwirrend. Ja. Sie heißen anders. Ja. Dann habe ich gemerkt, das ist die erste, hatte ich geschaut, bin zu ihm, hey, ich habe im Fall jetzt so Young Pope geschaut. Du meinst, der New Pope. Was für ein geiles Prinzip, oder?
die gleiche Serie, genau. Aber du nennst einfach die erste Staffel anders als die zweite. Und, ja, also, du mega meinst, cool. Du meinst The New Pope? Nein, The Young Pope, die erste Staffel. Was? Ah, das hat er gar nicht gekannt. Ah, nein! Ei. Wir sind, okay. Hat mir immer von. Ah, krass, ja. Okay, spannend. Und ist so gut. Ich höre immer nur das Beste davon, nicht nur von ihm. Also, es ist eigentlich eine Serie, wo es um einen Papst geht. Ja, ja. Und der Jude Law spielt der Papst. Mhm. Und das ist halt eben der Jude Law. Also, schon allein wegen dem musste ich schauen. Und es ist eigentlich. Ich weiß nicht, es ist grandios. Es ist, eigentlich geht es wirklich nur um den Vatikan. Und ich bin jetzt nicht gläubig oder katholisch, aha, aha. Und aber es geht in dieser Serie eigentlich wirklich um das, was sie hinter dran machen. Aber irgendwie schaust du das an und er ist halt so ein Hardliner, ein Junge, der gebaut worden ist. Und hat so sein Ding. Und es ist aber wirklich, er läuft ab und zu laufen sie um, in ihrer, also gerade auch im riesen Papstgewand. Alle Leute hinten dran, durch die ganzen riesen Räumlichkeiten vom Vatikan ausgeschmückt. Mm-hmm. Und du hörst alles in Zeitlupe und du hörst einfach Dinge, Techno-Beat. So zum Beispiel. Okay. Also es ist wirklich zum Teil, es hat wirklich Szenen drin. Surreal. Wo, surreal, okay. So ein bisschen. Mm-hmm. Und es hat so viel Finesse. Es ist irgendwie, du hast gesagt, grandios. Also, yeah. Moment, aber das ist jetzt der Young Pope, wo du jetzt schaust. Oder bist du schon bei den New Pope angekommen? Young Pope habe ich fertig und New Pope habe ich angefangen. Aha, okay. Krass, okay. Hey, jetzt bin ich richtig heiß, das auch zu schauen. Es ist eben auch, es ist viel Blasphemie noch drin. Aber The Crown hast du auch gesehen, oder? Wir haben alle The Crown geschaut. Ja. Ja. Also. Ja? Crown, ja. Geht sich in eine ähnliche Richtung? Nein, The Crown ist halt effektiv so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Brigitte-Heftli von The Royals, eine Serie. Und das ist jetzt halt effektiv fiktiv. Okay. Aber auf der Grundlage, so, ich meine, es ist ja, was denn, das geil. Ist, es ist, es gibt jetzt viel Thematik, es gibt halt eben auch viel die Thematik mit Schwulen und mit Kindermisshandlung und die ganzen Probleme, die sie haben, dass sie es akzeptieren, das eine und das andere wiederum nicht. Ja. Und die Thematik hat eben eingefließt und es ist halt so ein bisschen ein richtiger Blasphemie und alles ein bisschen gemischt. Das klingt super. Zu welcher Zeit spielt denn die Serie? Die ist, eigentlich so im Jetzt. Im Jetzt, okay. Ja, also jetzt nicht so wie irgendwie die Tudors oder so, wo ja so, das ist das 17. Jahrhundert oder so, gespielt, 17. 18. Jahrhundert gespielt hat, was ja auch um was. Young Pope, hey, das haben wir gerade aufgeschrieben. Also er gibt sich eben so, weil er heisst Pius der Zweite. Und Pius ist glaube ich der Papst im Mittelalter, wo, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der war, wo irgendwie also Kriegszug, keine Ahnung. Aber ist ja wurscht. Aber das tut noch eine mega Empfehlung. Also nichtsdestotrotz sind wir noch nicht fertig mit Dexter eigentlich. Es tut mir mega leid. Ah, also, nö. Aber es hat mich jetzt einfach wirklich Wunder genommen, weißt du, wenn ihr. Über das sind wir gekommen. Weißt du, sind ihr eher der Bincho oder eher der. Nein, ich finde es eigentlich noch geil, der Event-Charakter. Ja, das ist jetzt eine Serie, die, die ist schon am Stück. Ab und zu ist aber schon länger draußen. Ein anderes Video habe ich inzwischen Foundation und Invasion, wo ich schaue, wo das Apple TV nur am Freitag rauskommt. Ja. Und ich weiß nicht, es ist irgendwie. Ich mag beides ein bisschen. Aber ich muss auch sagen, dass wenn es nur wöchentlich Erfolg rauskommt, dann tut es für mich so ein bisschen den Wert steigern. Es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man angeht, sagst, jetzt ist sie draußen. Und dann, heute ist Freitag, heute so schaue ich die noch. Und bereite mich vor, wenn ich heimkomme und Und es ist ja nicht so, dass ich schaue es vielleicht morgen oder übermorgen, weil es ist eh schon lange durch. Genau, das ist es. Es ist so eine Vorfreude, die passiert. Es ist für mich ähnlich wie, schaue ich einen Film daheim oder gehe ich ins Kino dafür. Für mich ist es ein bisschen ähnlich. Und da mache ich das eben auch fast lieber. Ja. Aber weil die Woche noch 7 Tage hat und dummerweise, warum immer die Serien immer, die neuen Folgen kommen immer am Montag oder am Freitag gefühlt. Mhm. Also ich weiß nicht, das ist einfach immer so, fuck, ich kann ja gar nicht so viel Serie am Montag oder am Freitag schauen. Gell, am Freitag zu oben willst du doch einen Kater holen und am Montag hast du ihn noch. Ich habe den Wun-Wun. Mein Katerle. Ja gut. Toller Typ. Ja, du hast aber am Dienstag mit durch den Ja, das ist wahr. Aber hey, Dexter, eben, du hast die erste Folge gesehen. Ja. Was mich noch würde wundern, wenn ich dich frage, ich habe die Serie auch komplett gesehen. Mhm. Ist es auch in diesem Stil gedreht oder ist es ein bisschen moderner auf die heutige Zeit? Weil ich meine, Dexter ist ja auch schon
ist ja Anfang 2000er Jahre, oder? Ja. Oder es rausgekommen ist, was angefangen hat. Ja, ja Anfang bis... So 2003 oder so ist dann mal losgegangen. So, ja, und ich glaube 2010, irgendwann zwischen 2010 und 2012 ist dann fertig. Genau, ja. Voilà. Also modern kann man also nicht sagen, weil der Drehort, wo das Ganze jetzt spielt, ist alles ein bisschen... Die Ortschaft ist bei weitem nicht so modern wie Miami. Okay. So gesehen. Ja, also von dem her, nein, es ist nicht moderner Dreht. Von den drei Orten. Ich meine, er hat ja viel. Nein, nicht von den drei, weißt du, von der Art und Weise. Weißt, ich erinnere mich noch ein bisschen an die Musik aus der Serie. Es war alles immer so ein bisschen schwitzig. Das war ja das Geilste gewesen. Am Anfang ist die Titelmusik nicht gekommen und erst im Abspann von der ersten Folge. Und es ist irgendwie. Das spitzt sich immer so zu. Du bist in dieser fremden Welt und alles. Und du hast aber den Charakter, den du kennst. Und mit der Zeit erkennst du den Charakter immer mehr. Und irgendwann bist du wieder voll drin. Du bist wieder im Text drin. Und dann kommt am Schluss die Musik. Und du hast dazwischen immer so gewisse Sachen. So, einfach so, das kann man ja sagen. So, dazwischen zum Beispiel, er macht sich mal irgendwann zum Morgen. Er tut sich wieder die Scheibe Schinken in die Pfanne schmeißen, wie er es ja immer im Vorspann von Dexter gemacht hat. Und so. In dem Moment bist du schon irgendwie wieder daheim gewesen. Und ganz am Schluss läuft dann das alte Titellied. Und ach, du bist daheim. Nein, es hat mehr Landschaftsbilder, weil es eben, eben Schnee, Wälder und so. Es ist eine ganz andere Landschaft. Bei Dexter habe ich zum Beispiel auch die Aufnahmen aus der Everglades. Das habe ich immer recht cool gefunden. Voll. Oder wenn er wieder irgendwie auf dem Schiff war draußen, immer cool gewesen. Das ist jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt hast du halt Schnee, jetzt hast du Wälder, jetzt hast du auch ein weißer Hirsch, ist zum Beispiel auch mal noch ein wichtiges Thema im Moment. Also, ich finde, es ist schön und sehr aktuell gedreht, aber es hat noch nicht ganz den Charme von Miami. Ja. Noch nicht. Aber ich glaube, das kommt noch. Alright. Spannend, weil ich finde ja gerade, ehrlich gesagt, weißt, Schnee und Serien. Kilo. Wir haben sie erst gerade kurz davon gehabt in unserer Schneefilm-Serie. Habe ich gefunden, so ein geileres Setting, ein neues Setting, wenn du ein neues nimmst für Dex, kann man eigentlich gar nicht vorstellen. Ja, ich bin gespannt. Ich will es unbedingt noch schauen. Seien wir mal ehrlich: ein Blutfleck im Schnee wirkt einfach so viel cooler als ein Blutfleck auf dem Asphalt. Korrekt. Ja. Ich würde gerne noch, bevor wir auf auch wieder einen neuen Serienstart kommen, habe ich nochmal eine weitere Serie start, sorry. Wir haben es ein bisschen aufgeteilt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weil es haben irgendwie in dieser Woche haben so viele Sachen gestartet. Unter anderem eben Dexter, Cowboy Bebop, da kommen wir gerade nachher noch dazu. Und ich wollte einfach noch ganz kurz, weil wir haben es ein bisschen aufgeteilt, was ein bisschen schaut, dass man so ein bisschen uns aufteilen kann. Wollte ich kurz auf eine neue Fantasy, die Spektakelserie von Amazon Prime, wo zurückkommt, und zwar Wheel of Time. Rat der Zeit, basierend auf diesen Büchern. Und es ist anscheinend ein riesen Fantasy, aber es wird immer im gleichen Ort und so genannt, wie zum Beispiel Herr der Ringe, weißt du, so ein bisschen. Und ich habe gestern gefunden, so, ach komm, da will ich auch drüber reden können. Ich habe die ersten zwei von drei möglichen Folgen, die es aktuell gibt, einfach schauen. Dann habe ich die zweite Folge geschaut, weil ich gefunden habe, Rosamund Pike macht ja noch mit, wo man zum Beispiel Gone Girl kennt oder so. Und dann so, hey, das tut eigentlich schon alles so cool und so. Mach es nicht. Es ist der grösste, ranzigste Bullshit, den ich seit langem gesehen habe, in Serie. Ja. Stimmst du ja ein Film, haben wir schon erwähnt, Eternals. Aber Serie, Wheels of Time, hey, unerträglich. Also unerträglich, nein, das ist hart, das ist hart. Es ist so, wenn du gang die Herkules- und Xena-Serie aus den 90er Jahren schaut. Zum Bettlaken am Schuhe. Genau. Stellt euch das vor, von der Qualität, verglichen mit heute. Und das Ganze einfach in, wir sind ernst. Es ist unerträglich. Es ist wirklich schlimm. Hey, und vor allem, du hast die ganze Zeit, also ich habe es nicht alleine, ich habe mit der Freundin geschaut und hey, wir haben die ganze Zeit müssen so ein bisschen grinseln und die ganze so, das kommt mir aber sehr bekannt vor. Und dann wieder, hat irgendjemand von uns wieder Game of Thrones, Herr der Ringe gesummt. Es hat so viele Momente, eins zu eins,
einfach gleich sind. Die mögen gleich sein, so im Buch. Und ich will auch gar nicht sagen, hey, vielleicht ist das sogar früher rausgekommen. Nein, ist nicht. Aber gleich, fuck my life. Es ist einfach so billige Scheiße und gewisse CGI-Effekte. Etwas muss ich vielleicht noch positiv herausstellen. Trollocs, das sind quasi die Orks, also die bösen Monster aus dem Wald, so mit so Quellen und so. Die sind größtenteils, gerade so bei Nachaufnahmen und so, wenn größere Mengen sehe ich nicht, aber sonst, es sind wirklich Menschen in Kostüm. Das muss ich einfach nochmal an der Stelle applaudieren. Weil, sind wir ehrlich, alles wird immer CGI, CGI, CGI. Und das ist wirklich noch irgendwelche arme Seelen, Stuntmen und Stuntfrauen in so schlechten Kostümen. Aber es sind wenigstens Kostüme. Es wirkt doch das ein bisschen realer. Und was man im Auge lassen, also gorig ist es nicht, aber man sieht halt auch mal ein Messer oder so durch einen durchgehen, weißt du, oder irgendwie den Hals aufschlitzen, so ein das Zeug. Ja. Dann habe ich gefunden, hey, cool, so kann man doch etwas machen, aber es ist so langweilig. Und es sind 7 Leute, die zusammen auf 30 gehen. Nein, es sind glaube ich 6, nicht 7, wie sonst, wie wir sie vielleicht kennen aus. Ja, Lord of the Rings. Dann verfolgt sie irgendwie so einen Typ, der Gesichtslose, so wie sie ihn nennen. Und es ist einfach ein fucking Ringgeist auf einem Pferd, auch noch am Anfang. Dann verfolgen sie die Typen und sie gehen über so einen Fluss mit auch so einem Bötchen, genau wie im ersten Lord of the Rings, weißt du, mit dem, wo sie noch im letzten Moment draufkumpen. Ja. 1:1 fast! Hey, du schaust es einfach so und denkst dir ganz so, Alter, wollen die mich verarschen? Was ist das eigentlich? Das ist die Lord of the Rings-Verfilmung von Russland. Es gibt ja eine anscheinend aus den 70er Jahren, oder so, was schlecht soll sein. Ja, Dings gesehen. Ja, genau. Die ganze Zeit denkst du an das. Auch die Figuren. Und jeder zweite Satz, den sie sagen, schämst du dich eigentlich innerlich. Und um was also gut sagst du? Das weiss niemand. Im Grundkern ist einfach so. Nein, im Grundkern geht es darum, hey, alle Männer. Früher sind Männer und Frauen, hat es Hexen und Magier gegeben. Und die männlichen Magier, die sind irgendwann zum Teil böse geworden. Und dann hat man eigentlich männliche Magier vor zu jagen. Okay? So fast holocaustig, oder? Die ganze Nummer. Auf einem Zauberstack. Im Stilfall, Männer dürfen nicht mehr zaubern. Und die haben das dann auch irgendwann über die Jahrhunderte verloren oder so. Steckt die Zauberstäbe weg. Genau, es sind immer noch Hexen oder Zauberinnen, wie auch immer man das nennen will, oder? Weil die sind halt ausgeglichen und Zeug. Aber die sind gleich ein bisschen nicht so ganz beliebt, eigentlich mit den meisten Leuten, weil sie einfach zu mächtig sind, oder? Und dann kommt irgendwie eine Prophezeiung, wie immer, oder? Dass einer auf die Welt kommt, oder auf die Welt kommt vor 20 Jahren, weiterer Zauberer, der wieder das Böse verkörpern kann und Zeug und Sachen. Und natürlich gibt es auch so einen Sauron-Abklatsch, oder? Der, den man nie sieht, der keinen Körper hat und so, den hört man noch immer und so. Imperator? Und, ja, nein. So, und das, du hörst ja immer, weißt, irgendwie so Figuren rennen um oder so und hörst wieder so einen. Weißt du, genau wie in Lord of the Rings, das Geflüster, das Zeug, und du denkst auf die ganze Alte, hör mal auf. Es ist auch in Neuseeland gedreht. Die Landschaften sind absolut next level. Wahnsinnig toll. Immer zu Neuseeland. Aber eben, du hast alles schon fucking gesehen und du kannst wirklich amigs denken so, ha, dort ist doch der gute alte Gimli mal angeguckt und irgendwie die Schuhbändel gebunden. Es ist wirklich lausig. Oder hat dort den Kochtopf genommen und dort hat er die Würste geschnitten, dort hat die Zwiebeln geschält. Gandalf hat die Hüte gedreht. Ja, und eben der Gandalf hier ist halt eine Frau. Oder eben gespielt von der Rosamund Pike, oder? Mhm. Und die ist auch so völlig unnahbar und so, ich bin so cool und dann kann sie da. Und wenn sie umzaubert, das ist das Schlimmste, wenn sie umzaubert, dann kommen überall so Lichteffekte und so. Es sieht aus wie in so einem schlechten CGI-Asia-Trip-Film. Mhm. Weißt du, so Ghost-Story-Style, oder? Wobei, das ist noch okay, aber weißt du, was ich meine? Also, es geht in die Richtung. Fuck my life. Nein, also, ey, Wheel of Time, 2 Folgen, es gibt eine dritte. Ich will jetzt nicht weiter schauen. Und ey, irgendwann wahrscheinlich, wenn man in einem Jahr oder 2 Jahren die Folge hören oder jemand los sagt, also, Alter, das ist die grösste Serie von der Welt, was da redet dafür, Scheiß. Aber der Anfang ist absoluter Oberbullshit. So. Ja, das ist nicht lustig, wenn man am Anfang so nein. Das ist kein Leben, das ist kein Leben. Nein. Das Leben ist ja zu kurz. Pfui. Ah. Schweinerei.
Aber wo Schwein, mm-hmm. wenn ich Bebop höre, muss ich ja immer an ein Warzenschwein denken. Oder an eine Musikrichtung. Nein. Ja. Warzenschwein. Und an seinen Kollegen, der Rocksteady. Aber tatsächlich hat das überhaupt gar nichts zu tun mit dieser neuen Serie Cowboy Bebop. Und die haben ihr zwei gesehen. Ja. Hil, wie viele Folgen hast du von der Serie schon gesehen? Die erste. Die erste, okay. Ich auch, dann sind wir beim Gleichstand. Aber ich habe auch nachher gerade noch die erste Folge von der Animationsserie geschaut. Das ist auch der Vergleich. Also ihr habt beide eigentlich keinen Bezug zu dieser Serie gehabt, vorher. Ich habe vorher nicht ein paar Mal davon gehört. Der Soundtrack war mir mehr ein Begriff. Ja, voll. Es ist ja ursprünglich ist von einem Manga, oder? Und dann ist es Anime geworden wahrscheinlich. Und dann, ja, und jetzt eine Live-Action-Serie, genau. Ja. Glaube ich auch. Ja. Also ich eigentlich, also ich muss ehrlich sagen, ich habe den Mandalorian gesehen. Habe mich dann so ein bisschen schlau gemacht und dann, das ist ein Science-Fiction-Western. Dann, klingt auch cool. Als Genre, was gibt es sonst noch? Firefly. Also, ja, Firefly ist auch eigentlich ein Science-Fiction-West. Nein, ich meine, als Frage für mich, ich habe dann das nachgegoogelt. Aha, so, ja, okay. Und, er hat nicht dich gefragt, er hat Google gefragt. Das ist aber blöd, Google gibt nicht so schnell Antwort. Jedenfalls dann bin ich über den Namen gestolpert, der Raumschiff Bebop. Und, wie heißt es? Bebop. Bebop. Das ist Bebop. Ist ja Bebop. Jedenfalls. Bin ich dann drüber gestolpert und habe gelesen, oh, das ist eben da die Comic-Filmung und Seil und Dene, es ist in der Hauptrolle und bla. Und dann ist dann irgendwie gestoppt worden, irgendein Problem und Zeugs. Und ich habe recht lange gewartet, bis es endlich rauskommt. Da habe ich mal, einfach noch so ein bisschen aus Internet so schlau gemacht, so, eben was ist, es ist Science-Fiction, das habe ich gelesen und Science-Fiction-Western. Aber sonst. Vom Comic und so. Ich habe mich da nicht groß hineingelesen. Ich habe nicht gefunden, dass, ich lasse es immer auf mich wirken, wenn es dann rauskommt. Sonst kenne ich die ganze Geschichte wieder und. Macht Sinn. Und Soundtrack habe ich gemerkt, ist schon ein Thema. Soundtrack und allgemein, der Look ist ein riesen Thema. Da haben sie auch. Sie haben wirklich in der Live-Action-Serie, oder der Realfilmserie, kann man ja sagen, haben sie zum Teil wirklich 1:1 Szenen so gemacht, wie sie in der Animationsserie sind. Und also, sie haben wirklich extrem auf den Look geschaut, bei vielen Sachen, nicht bei allem. Und also, was mich am meisten überrascht hat, dass die Hauptrolle der John Cho spielt, wo man ja sonst als Harold aus Harold und Kumar kennt, oder als der Mr. Sulu in der neuen Star Trek-Reihe. Und der ist hure Bart. Also der ist jetzt so richtig Sixpack-mässig aufgemotzt worden und alles. Also shit. What? Aber da merkst du irgendwie auch, der ist vermutlich mega Fan von dieser Serie. Weil der hat das ganz sicher einfach wollen spielen und sich da wirklich so reingehängt. Also, was ich aber muss sagen, gewisse Aspekte. Die Serie, sie hat etwas. Sie hat wirklich etwas. Sie macht eigentlich auch Spass. Aber wenn anfangen tut es einfach mal so wie so eine Szene aus Rush Hour. Ich kann gerade da anhängen. Ich habe mir zwei, drei Mal schauen, ist das jetzt die erste Folge oder bin ich da mit drin reingeschlittert? So, hey? Ja, aber das ist in der Animationsserie auch so. Also, die Story von der Animationsserie, von der ersten Folge, ist eigentlich praktisch gleich wie in der ersten Folge von der Realfilmserie. Ja. Einfach, dass die nur 20 Minuten geht und die Realfilmserie geht, was ist das, 45 Minuten. Und das ist von vielen auch ein bisschen moniert worden, das habe ich bis nachgelesen, dass kritisiert worden ist. Ja, wieso muss die Serie 45 Minuten gehen und man zeigt kein bisschen mehr als in der Animationsserie? Das stimmt, darum habe ich eben mal die erste Folge von der Animationsserie geschaut. Das stimmt auch. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie es weitergeht. Weil ich muss sagen, in der Animationsserie ist es extrem stimmig. Und da können sie natürlich gewisse Sachen mehr machen. Ich meine, bei einem Kampf wird einfach mal das Raumschiff genommen und das fliegt dann einfach mal rein und
tätschst du mal ein paar Gegner um. Einfach mit dem Raumschiff, mit irgendeinem Schaufelaufsatz vorne dran. Das haben sie in der Realfilmserie nicht gemacht. Dafür hast du einfach 3-4 Martial Arts Szenen mehr dabei. Ob es das notwendig war oder nicht, sei dahingestellt. Schlecht gemacht sind sie nicht gewesen. Witz ist auch dabei gewesen. Aber eben, es hat mich gerade sehr, sehr stark an Rush Hour erinnert. Weil du hast John Cho als der Spike Spiegel, der Hauptcharakter. Da bist du ja. Nicht ganz. Und dann hast du neben ihm der Mustafa Shakir als Jet Black. Also, ja, sein Kumpel, beide sind Kopfgeldjäger, düsen durchs Weltall und gehen da schlimme Finger jagen. Und gerade beim Jet Black, da ist es da einfach, ja, in der Realfilmserie, der Muskelberg mit dem Roboterarm und so. Und moniert die ganze Zeit drüber, hat zu wenig Geld. Da kann ich jetzt schon sagen, haben wir von der ersten Folge, der hat in der Animationsfilmserie, der hat dort sehr viel mehr Charakter gehabt. Ja, aber ihr habt ja nur die erste Folge gesehen. Ja, ja, aber die Folge ist ja wirklich fast 1:1 die Story von der Animationsserie. Okay, ja. Also wirklich, darum hat man den Vergleich mega gut gehabt. Aber trotzdem, ich muss sagen, also ich finde es ein interessantes Konzept, ich finde es spannend, es ist so ein Mix aus, ich würde nicht einmal sagen, Weltraum-Western. Sie ballern zwar schon relativ viel um, du hast dann auch so Sachen wie New Tijuana und so, wo sie mit stinknormalen alten Autos rumfahren. Es hat für mich einen sehr grossen Film-Noir-Charakter. Sie sind so Kopfgeldjäger, benehmen sich aber ein bisschen wie die altmodischen Detektive. Dazu passt natürlich, dass die ganze Zeit immer so ein bisschen jazzy Musik läuft. Oh, immer. Ja. Aber ich finde, die passt eigentlich noch. Also es gibt eine Stimmung, ja. Ja, also ich finde, die Musik passt sogar fast besser zu dieser Serie als die ganze Raumschiff. Ich weiss noch nicht, ob ich mich mit der Raumschiff- und Weltraumsache so richtig anfreunden kann in diesem Kontext. Aber ich muss wirklich sagen, die Serie hat etwas, die macht Lust zum Schauen, wie es weitergeht. Also ich also find, du bleibst dran? Ich bleib dran, right. Ja. Hill? Also dran bleibe ich sicher. Okay. Also auch in seiner Meinung mit auch Bild und alles, was gemacht ist sehr gut, dass mir einfach so ein bisschen Nachgeschmack gegeben hat. Das Einzige eigentlich am Gesamten ist, für das es die erste Folge ist, hat mir so der Bam gefallen. Also das ist jetzt die erste, der Start. Es ist für mich wirklich so, als würde ich jetzt mit drin Folge schauen, wo jetzt irgendwie was passiert und Zeugs und Sachen, aber nicht so, ich weiß nicht, so das wirkliche, so das, der Kick. Klar, am Schluss ist dann ein was noch gekommen, wo man sich erinnern kann, geht es weiter. Aber dann habe ich ein bisschen Sorge um die Serie im Fall. Gut, sie werden noch recht viel, also habe ich das mitbekommen, sie werden noch einiges erklären, gerade zu der Vorgeschichte vom Spike. Ja, weißt, ich denke nur gerade, weißt du, in diesem schnelllebigen Binge-Watching-Zeit, wo wir jetzt gerade sind, wenn da nicht die erste Folge reinkickt, dann schaltet jeden ab, weil er hat noch 100 andere Serien, die er schauen kann. Das ist halt immer gefährlich. Die Serie selber hat schon animiert, zum Weiterschauen, aber für mich ist für die erste Serie. Erste Folge? Erste Folge, hat mir so eben das ein bisschen der Punkt gefällt. Aber, ja, das ist bei dir schon. Weißt, bei 99% der Leute, die wahrscheinlich noch mit dem Telefon auf dem Sofa hocken und so eine Serie schauen, das ist tödlich. Gut, im Fall. Aber da haben sie es halt wieder so gemacht, da ist jetzt die ganze Staffel draussen, 10 Folgen sind draussen, da kannst du auch gerade weiter schauen. Und Cowboy Bebop ist ja im Anime-Bereich ist ja das ein riesen Name. Also, absolut. Stand heute ist Cowboy Bebop, die Serie, die ist heute auf Platz 1 auf Netflix. Alright. Also auch mal in der Schweiz. Du merkst halt, gut, aber ich kenne die Comics nicht, aber ich weiß, dass es mehrere Charaktere hat auf dem Schiff. Und angefangen hat es mit 2 und es ist halt so ein bisschen ein Zusammenfinden, es kommen Charakter dazu. Und ja, ich weiß, es ist halt auch irgendwie, ich meine, ich sage jetzt, ist der Boom fällt, aber wenn du halt den Comic verfilmst und die Geschichte steht halt schon, dann ist es halt schon auch schwer, wenn jetzt du sagst,
okay, ich mache jetzt, sage es mal, zu 90% 1:1, dann müsste ich halt dran halten. Aber wenn du sagst, hey, ich möchte was anderes, pompöso, es ist die erste Folge, dann hast du halt wieder die ganze Fanbase hinter, die das anschaut und denkst, hey, Alter, das ist aber so gar nicht Comic. Das ist einfach nur so das Grundding. Also ich spüre auf jeden Fall aus, ich muss auch noch reinschauen und euch dann noch erklären, wie es wirklich ist. Ja, also, hey, aber was ich im Fall nicht so richtig kann sagen, ich kann nicht so richtig sagen, ob mich jetzt, ob es mir jetzt mehr reizt, die Realfilmserie weiterzuschauen oder die Trickfilmserie. Ah, das weiß ich nicht. Kann ich wirklich nicht sagen, weil die Trickfilmserie ist schon, die ist fast noch eingängiger im Fall. Ich bin jetzt ein Fan von Anime. Ja, nein, ich so schon nicht, aber es hat einen sehr eigenen Stil. Du merkst den Anime-Charakter, aber es ist natürlich durch das ganze Weltraum und so, ist das nicht so mega japanisch. Es ist schon eine sehr westlich angesetzte Anime-Serie. Okay, okay. Und dann halt mit dem Jazz hinterher. Ist beides auf Netflix? Ist beides auf Netflix. Ah, das ist interessant. Das ist mega interessant. Ja. Okay, okay. Ich glaube, ich mache es wie du im Fall. Ich schaue glaub, bei beiden einfach mal die erste Folge, um mal so ein bisschen ein also machst du auf jeden Fall nichts falsch. Liebe Zuhörer und Zuhörer, ein Top-Tipp vom Spike, wo jetzt auch noch gerade einen weiteren Tipp macht. Und zwar tut er jetzt Melodiesummer mit einem Roten von welchem Film oder Serie es ist. Oh yes! Und das Ding ist Jazz. Hey, du hast jetzt über eine Stunde Zeit gehabt, um zu überlegen. Jetzt muss ich etwas kommen. Nein. Batman. Ja, Pflicht erledigt. Hey, ich habe letztes Jahr schon gesagt, ich singe nicht mehr hier im Podcast. Hast du schon mal gesungen im Podcast? Ja, und immer noch schlecht. Wenn hast du mal gesungen? Jedes Mal, wenn du es nicht lustig gefunden hast. Ja, frag dich mal, wieso. Ja, riss dich mal zusammen. Ja, so. Jetzt muss ich wieder. Bevor wir wieder zumindest so ein, zwei Filme kriegen wir, glaube ich, rein. Ich wollte noch ganz kurz, weil es muss einfach erwähnt werden. Weil ich habe vor allem gesehen, dass also du hast mir ja gesagt, dass du das auch geschaut hast. Ich bin so ein alter He-Man-Fan. Ja. Und Masters of the Universe Revelation Serie, also ist ein Zeichentrick oder Anime, eine Zeichentrickserie. So, da hat es ja schon Revelation Part 1 gegeben, von Kevin Smith unter anderem produziert, oder? Den wir ja kennen. Von Clerks, Dogma und so weiter und so fort. So. Und am Dienstag diese Woche ist, glaube ich, Part 2 rausgekommen, also nochmal 5 Folgen. Und jetzt ist das eigentlich quasi wie eine Staffel abgeschlossen. Ich habe mir natürlich gerade innerhalb von 1,5 Tagen nochmal alles reingepfiffen, weil ich als alter Mass of Universe Fan, obwohl eigentlich die Storys immer völlig blöd sind und irgendwie die Serie, die macht das eigentlich gar nicht so ungeschickt. Ist jetzt fertig und ich weiss, dass der Spike auch reingeschaut hat. Und jetzt bin ich aber nicht sicher, hast du in die Teil 1 reingeschaut, das die ersten 5 Folgen oder? Ja, ich bin jetzt mit in der dritten Folge. Ah, interessant. Oh. Ja, stimmt. Ja. Ich habe es noch nicht geschaut. Ja. Ja, du hast ja davon erzählt, ich habe die alte Serie habe ich ein bisschen lose. Lausig. Kann man schon so sagen. Nein, also, ich habe mal ab und zu ein bisschen geglückt. Die Hörspiele sind allerdings sehr cool. Ja, das ist auch so ein typisches Beispiel von Hörspiel 1:1 übernommen. Mehr Jetzt habe ich in diese Serie reingeschaut. Du hast ja schon ein paar Mal davon erzählt, dass du die sehr, sehr cool findest. Ich verstehe es jetzt. Aber wirklich? Ich finde es sackstark. Ernsthaft? Ich habe gesagt, jetzt denkt das gut von mir. Nein! Ich habe jetzt alles fertig geschaut und ich sage eigentlich so die ganze so. Wieso finde ich das eigentlich lässig? Eigentlich ist es völlig ein Mumpitz. Also eben, Stand, ich bin jetzt irgendwo mit in der dritten Folge und ich finde es sackstark. Okay. Weil es ist. Also klar, ich habe es ein bisschen nachgelesen, ich verstehe die Fans, die von Kevin Smith enttäuscht sind, er ist ja mega angefeindet worden. Das ist aber, weil es geheiss hat, ja. Nein, der und der Charakter wird nicht die Hauptrolle spielen, wird der und der Charakter nicht verdrängen. Ich sage es extra ungespoilert. Und es wird nicht so und so rauskommen. Und dann hat man aber mit dem und dem Charakter sehr, sehr speziell geworben. Und dann ist aber dann doch der andere Charakter sehr, sehr wichtig geworden. Und wenn man dann das so zuerst hört und dann kommt das so raus und das dann nicht cool findet, das verstehe ich. Okay. Aber ich finde, ich muss wirklich sagen, ich finde die Serie zum einen vom Zeichnungsstil oder vom Animierstil sehr cool. Mir gefällt das extrem, wie es gemacht ist. Stilmäßig hat mich voll abgeholt. Von der Story her bis jetzt, ich finde es cool. Es ist ein neuer Ansatz, der passt ins Jahr 2021. Ja.
ich würde auch die Serie aus den 80er Jahren wieder schauen. Ich würde es auch mit dieser Story schauen, das ist mir egal. Aber was ich vor allem eben cool finde, der Animierstil, weil das hat es noch selten gegeben, wenn etwas neu gemacht wurde, dass mir der Zeichnungsstil gefallen hat. Mir hat keine einzige Turtles-Serie mehr gefallen. Die nachher animiert wurde. Die Nickelodeon-Turtles-Serie. Furchtbar! Aber jetzt freut mich jetzt gerade richtig, weil. Weißt du, was es bei mir ist? Mhm. Ich habe es wirklich erst jetzt, als ich es fertig habe, jetzt kann ich es empfehlen. Also, sage warum. Part 1, die ersten 5 Teile, die habe ich ja am Samstag am Morgen geschaut. Ich habe mir wirklich Cornflakes genommen. Genau. So wie wir das als Kinder hatten, oder? Klar. Samstag am Morgen, früh aufstehen, Zeichentrickserie schauen. Absolut. Und es ist wirklich, vielleicht ein bisschen schöner von der Auflösung und so, aber es ist eigentlich genau gleich gemalt wie so, ich sage jetzt mal so Mitte 90er Serie. Ja. Mhm. Fast identisch. Auch mit den Hintergründen und so. Nur gibt es halt eben auch, es gibt auch Figuren, es gibt Beziehungen etc., wo wir in unserer in der damaligen Serie, das ist nicht nur tabu gewesen, das ist gar nicht einmal erwähnt worden. Und es gibt auch wirklich, also brutal, also es werden doch nicht irgendwie Leute zerrissen oder weißt du, was ich meine, aber oder Eingeweide um den Kopf gewickelt oder so etwas. Aber es gibt durchaus auch harte Momente. Und das ist, glaube ich, das, was auch die Schwierigkeit besteht. Ich glaube, Kinder mit dem abholen, ja sicher, aber sollst du mit Kindern schauen? Nein, die verstehen vielleicht noch nicht ganz alles. Glaube ich nicht. Aber, andererseits, Erwachsene sagen vielleicht, du bist ja gemüllelt und dann haben sie gleich wieder so ein bisschen typisch Kinderserien-Moment. Das gibt es gleich da, weißt du, so mit diversen Figuren tatsächlich, vor allem mit dem Orko halt, der leider viel zu kurz vorkommt. In beiden Parts, wer weiß es nicht. Auf jeden Fall, da will ich nicht verraten, aber unbedingt auch, wenn ihr gut Englisch könnt, unbedingt auf Englisch schauen, weil die Gastsprecher sind absolut next level. Finch? Next level. Hey, Alter, das ist der Mark Hamill, spielt der Skeletor. Ja, das ist alles gut. Du hast es nur auf Englisch geschaut. Ja. Ich habe es auf Deutsch geschaut und habe dann aber auch mal umgeschaltet, weil es mich interessiert hat. Ja. Ich muss sagen, habe ich jetzt nicht so tragisch gefunden. Okay. Weil, ja, also auch auf Deutsch sind sie recht cool synchronisiert. Mhm. Ich habe es für mich persönlich sogar fast ein bisschen befremdlich gefunden, dass Tila halt mit Buffy tönt. Ah, wirklich? Ja, aber Sarah Michelle Gellar, ja, ich kenne sie. Ich habe es fast ganz leicht befremdlich gefunden, aber ich habe es cool gefunden, dass sie wenigstens mal langsam redet. Aber das ist auch so, Tila ist ein gutes Beispiel. Tila ist eine wichtige Figur, so viel dürfen wir verraten. Ja, das ist sie ja immer gesehen, aber jetzt. Genau, jetzt ist es einfach sehr elementar. Und hey, und da hörst du Sachen im Internet, du hast wirklich Zeug gelesen von so Fans, in Anführungszeichen, wo du einfach denkst, Alter, wie hinter. Was für Hinterkopf war. Die hat einfach so Muskeln, was soll das? Trainiert und so stark. Und dann hat sie da eine Kurzhaarfrisur, Kampflesbe und so Zeug. Ey, du lest Sachen. Ja, ja, glaube ich sofort. Da fragst du dich echt so, Alter, wo sind die stehen geblieben? Wie behindert sind die? Und das finde ich eben, das muss ich wirklich im Kevin Smith, und sind wir mal ehrlich, Kevin Smith, ich kann ihn auch früher sehr mögen. Weißt du, nicht falsch da. Der hat wirklich viel gemacht, wenn ich für immer wird lieben und gängen und alles. Aber der hat auch ganz viel Bullshit gemacht in den letzten 10, 15 Jahren. Also muss man auch mal sagen. Nein, das meiste davon mag ich trotzdem. Nein, für mich hat er wirklich recht viel Bullshit gemacht. Und aber da finde ich, da spürst du wirklich, der wirklich ein Herz für das ganze Franchise, das ganze He-Man. Das ist genau das. Moment, das du hast richtig raus. Angefangen, du hast jetzt falsch den Satz weitergeführt. Was? Das habe ich mir eben noch überlegt. Du hast richtig angefangen und falsch weitergeführt. Er hat Sinn gehabt für das ganze Franchise. Dann hast du aber gesagt, ja, für das ganze He-Man-Zeug. Das ist der Punkt. Für mich. Ein Herz. Ja, von mir ist es ein Herz. Für mich ist die Serie etwas für Leute, wo die Welt von Masters of the Universe mögen und lieben. Das dürfen wir davon haben sehen. Aber es ist nicht für Leute, die Welt einfach He-Man siehst. Wenn du sagst, du findest Masters of the Universe cool, dann der Charakter, alles super toll, dann kannst du die Serie super toll finden. Wenn du aber sagst, He-Man ist der grösste gesehen in den 80er Jahren, dann gefällt dir die Serie nicht, weil sie sich ja verändert hat. Okay, jetzt weiss ich es, was du raus willst. Ja, jetzt wird es ein bisschen Wenn du Abstand. Offen bist für die Welt und nicht einfach nur den He-Man und Battlecat willst sehen, dann hast du ein Problem, dann wirst du nicht bedient. Nein,
Das ist richtig. Ja, nein, es ist wirklich das Franchise müsste interessieren. Genau. Und vor allem einfach auch schon, ich meine, unsere. Ich meine, man muss ganz ehrlich sagen, es ist einfach so, ey, wir machen Actionfiguren. Oh fuck, die verkaufen sich aber nur, wenn wir auch ein bisschen etwas hinten dran haben. Mhm. Also machen wir noch eine Serie dazu. Mhm. Und die Serie war eigentlich völlig ein Mumpitz gewesen. Ich meine, die Story war auch völlig ein Mumpitz gewesen. Da muss man ganz ehrlich sagen, es ist Mumpitz. Es ist absolut Mumpitz. Aber und er schafft es da wirklich. Er nimmt den Mumpitz und er lässt ihm den Mumpitz, weil gewisse Sachen sind gleich immer noch völlig bierenweich. Aber er gibt ihm gleich, so dumm es nicht, eine gewisse Tiefe. Und das, das muss man ihm wirklich lassen. Das macht auf einem ganzen interessant hohen Level. Und bei vielen Sachen, Haufen coole Fanservice. Ich meine, plötzlich, plötzlich steht man vor dem Wolfstor von Snake Mountain. Ja. So, und das wird so richtig zelebriert. So, das war aber früher noch nicht da gewesen. Nein. Was macht der Beastman da dann? Und dann kommt Peitsche. Ja. Und all die Figuren, die wir alle früher noch gesammelt haben. Mir fehlen natürlich noch meine liebsten Figuren, die kommen noch nicht. Aber so wie kann ich verraten, Part 2, wo der Abschluss eigentlich sollte sein, da hört er so auf, dass ich, sagen wir es so, Marvel-Fans, weißt du, die immer warten auf einen Abspann und dann so einen richtigen fetten Ständer bekommen, anders kann ich es nicht ausdrücken, weil dann noch im Abspann irgendwie einer durchläuft und hat irgendwie einen Ball in der Hand und der Ball gehört der und der Figur. In, ja. Ja, ja. Da gibt es auch am Abschluss gibt's einen Moment und ich einfach nur so geil geworden bin, anders kann ich es nicht ausdrücken. Und ja, ich hoffe, es geht weiter. Freut mich, dass es dir auch gefallen hat. Ich würde noch gerne, bevor wir zum Schluss kommen. Ja, Entschuldigung. Ich habe auch die. Was wolltest du sagen? Ich habe die erste und zweite Folge geschaut. Und kurz vor, ich weiß aber nicht genau, ob das halt einfach so ein bisschen Freundschaft war, aber da gibt es ja schon noch, sagen wir mal, lesbische Annäherung. Ja, es gibt eine homosexuelle Beziehung, die aber nur wirklich sehr fein andeutet. Also andeutet. Es gibt sie, ja. Aber nicht, weißt du, im Stile von. Also, es gibt keine Sexszene, so wie ich auch schon mal sagen. Es ist offensichtlich, aber nicht direkt. Ja, aber es ist nicht so. Das ist meine Gefährtin. Genau, aber es ist nicht im Stile von. Ich bin übrigens lesbisch und jeder muss es wissen und ich habe jetzt hier plötzlich ein Regenbogen-Trikot an oder so. Gar nicht. Das ist wirklich. Zürich Pride in Eternia! Richtig, nein, es ist wirklich sehr stilvoll eingebracht. Okay, das muss man wirklich ihnen lassen. Das haben sie wirklich sehr, sehr sauber eingebracht. Eben, aber das werden eben genau die Leute, wie du es erwähnt hast, die He-Man erwarten und nicht Mass of the Universe wählen, die werden sagen: Was, freie Frauen zusammen, ohne Mann, wie soll das gehen? Ja. Weißt du, in dem Stil. Ja, aber eben, Mass of the Universe ist da eigentlich wirklich sehr cool im 2021 angekommen. Also, und dass das funktioniert mit so etwas, das ist eigentlich fast schon crazy. Mhm. Das hast du besser treffen. Gefunden, wenn ein Singer der He-Man so ein bisschen nähere Freundschaft hat zu einem Kollegen. Du, würde mich voll nicht wundern, wenn da noch etwas passiert. Wenn schon, dann schon. Hey Schatz, nimm mal schnell die magische Schwert in die Hand, wenn du verstehst, was ich meine. Aha, ich habe die Zauber. Nein, egal. Ja, super. Dann können wir noch ganz kurz. Sich, wieso der Cringer ständig unter den Tisch. Der gute alte Cringer. So, bevor wir jetzt komplett alle Leute verlieren, wollte ich noch ganz kurz, aber gleich. Im 80er Jahr, ich wollte unbedingt noch schnell Ghostbusters erwähnen. Gut, dass du das sagst. Ist das okay für alle? Ich hätte dich nicht heimgehen ohne das. Das habe ich fast vermutet. Ja. So, Ghostbusters Afterlife oder wie in Europa heisst Legacy, warum auch immer, weil Afterlife so viel komplizierter ist zum Sagen. Deutsche Namen. I don't know. Nee. Ich habe ja wirklich das grosse Glück gehabt, in der Arena Cinemas, im Arena Cinema in Zürich, hat es vom Ghostbusters Schweiz Club hat es eine Vorpremiere am Sonntag, also Donnerstag ist ja losgegangen, am Sonntag vorher. Ich habe das online irgendwie durch Zufall entdeckt und habe gefunden, fuck yeah. Und ich bin am Nachmittag bin ja Last Night in Soho geschaut und dann bin ich eigentlich mit zwei paar Bierchen dazwischen, bin ich dann gemütlich an das gegangen. Und das ist hure toll gewesen. Also an der Stelle ganz lieben Gruß an Ghostbusters Schweiz, die haben das wahnsinnig toll organisiert. Erstmal überhaupt, dass sie das organisiert haben. Dann haben sie alle natürlich ihre Kostüme angehabt. Ja, wie man sie kennt, sind ja ständig an der Fantasy Basel. Cool. Genau, mega geil. Dann haben sie noch so Gimmicks verteilt. Das eine hängt ja hier bei uns an der Tür. Weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ja, das ist jetzt. Dann Marshmallows haben sie verteilt bei meinen Laufen. Ich so, nein, kein Marshmallows. Vor allem, ich habe sie nur gerne, weißt du, bröteln. Sonst finde ich es nicht so toll.
reingeguckt, ich bin allein gesehen, bin allein dort geguckt. Und dann sind sie irgendwie drinnen rumgelaufen, so, ah, du siehst aus, als hättest du schon gegen sie ein Popcorn, haben auch Popcorn und so verteilt. Weißt du, das ist wirklich mega herzlich. Mhm. Wirklich toll, toll, toll. Super, liebe Grüße, das haben wir grandios gemacht. Gut, und dann, mein, wenn du Ghostbusters Schweiz bist und ja, dann kommt nach der Grütze da von, weiss doch auch nicht, wenn nach gefühlten 30 Jahren endlich mal wieder ein anständiger Ghostbusters. Ey, überanständig ist, das sage ich jetzt gerade. Er ist ja vom Sohn von Jason Reitman, vom Ivan Reitman, der das Original gemacht hat, also die Original beide Teile gemacht hat, oder? Und er hat am Anfang auch noch ein ganz herziges Intro gemacht. Also es ist ein kurzes Handyvideo quasi von ihm. Und er erzählt so, ja eben, wie das gesehen und so. Und sein Vater lebt ja noch. Der ist ständig bei ihm am Set gesehen. So wie er als Kind immer am Set gesehen von Ghostbusters, nur jetzt umgekehrt. Und er hat gesagt, ja, ich könnt euch das vorstellen, stellt euch einfach vor, eure Papi kommt mit euch ins Geschäft und schaut euch ständig über die Schultern. Nicht immer nur einfach, aber gleich toll und Zeug und Herz. Und du hast wirklich rausgespürt, da ist wirklich Herzblut und so drin. Dann hast du gedacht, so, ja gut, mal abwarten. Und fuck, der Film. Und das ist ja oft so, sind wir ehrlich, all die Revivals, 80er, 90er Jahre, alles wird nochmal neu aufgelegt, rebootet und bla bla bla. Und was fehlt all denen? Es ist immer so, es ist einfach Fanservice, oh, das mhm, kommt vor. Und der Rest ist einfach liebloses, zusammengekrütztes. Und der Film, du spürst, auch wenn er hat gleich seine ein, zwei Kanten und Schwächen hat, das will ich gar nicht verneinen, aber der Film, der schlägt wirklich das Herz von Ghostbusters durch. Ja. Und es ist auch wirklich in die Jetztzeit gebracht. Es ist weniger die ein schlüpfrigen Gags und das Zeug. Es ist mehr ein Familie- oder ein Kinderfilm schon fast geworden. Ja. Es kommen ein bisschen weniger Geister und verschiedene Kreaturen vor. Da gibt es gerade eine Szene, wo man sagt, die ganze Stadt ist so wie The Walking Dead. Und es ist einfach ein so Leiche dort, irgendwie jemand, der mir irgendwie zu essen gegeben oder so. Dann habe ich gefunden, so, dann habe ich wirklich gesagt, so, das ist jetzt alles gesehen, haben da etwas vergessen reinzuschneiden oder was. Aber ansonsten, der hat so viel Herz, der Film. Die Hauptdarstellerin, und da meine ich wirklich das Mädchen, ich muss gerade schnell nachschauen. McKenna Grace, die Phoebe spielt. Unglaublich. Unglaublich. Und ihr kennt mich. Also wenn es um Kinder in Filmen geht, bin ich ja immer sehr heikel. Mhm. Ich habe wirklich überlegt, fuck, ich will doch nochmal ein Kind, kurzzeitig. Und genau so ein Mädchen wollte ich haben. Ja, sie spielt. Kannst du im Fall meistens nicht vorher aussuchen. Ja, du kannst schon ein bisschen züchten und so. Also komm jetzt. Yes. Heutige Zeit. Nein, sie ist wirklich, sie ist so, schon ein bisschen nerdig. Aber nicht, weißt du, so das übertrieben Nerdige, wo man jetzt immer überall sieht, das völlig weltfremde Nerdige. Und sie ist wirklich schlau, sie ist toll, sie ist wirklich einfach, man will sie lieber. Da kommt Paul Rudd natürlich noch vor, der einfach immer grossartig ist. Also gerade in so einer Nebenrolle ist einfach ist super, also als Sidekick ist er mega witzig. Der Finn Wolfhard, den man ja aus vor allem Stranger Things so kennt, ja, der ist einfach wie immer halt, das ist nichts Neues. Den mag ich langsam nicht mehr sehen. Nein, das ist korrekt. Aber ist auch völlig irrelevant, ehrlich gesagt, im Film. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und klar, er hat Fanservice, hat viele, viele so Mäntel drin. Aber er funktioniert, er macht Spass. Mhm. Du bist wirklich, ich weiß gar nicht, wie lange geht, 2 Stunden, glaube ich, so ziemlich genau. Bist du einfach super gut unterhalten. Und egal, ob du ein alter Ghostbusters-Fan bist aus den 80er Jahren oder ob das erste Mal mit deinen Kindern, die vielleicht jetzt so 10 sind oder so, gehst du schauen. Ich glaube, du läufst wirklich Hand in Hand raus und die Kinder sagen daheim, «Gell, die erste Ghostbusters, schauen wir auch noch zusammen!» Und der Papi sagt mit einem weinenden Auge, «Jo, Sohn!» Aus der Szene müssen wir sie vorspielen, weil da kriegt einer von den Ghostbusters einen Blowjob. Aber ansonsten ist alles easy. Du kannst aber sagen, er wird gerade gekützelt. Jo, genau. Nein, also wirklich, hey, er ist so viel besser, als ich gedacht hätte. Ich habe wirklich gedacht, ich werde einfach ein bisschen unterhalten und ist lustig. Und am Schluss, und da verstand ich jeden, der das hat, am Schluss wird er richtig emotional noch fast. Also, ich habe wirklich fast schon müssen kämpfen mit glasigen Augen. Und ich bin ja nicht. Weißt du, Ghostbusters ist nicht für mich das Allerhöchste der Welt. Ja. Weißt du? Aber ich habe es natürlich, bin ich mit dem aufgewachsen und finde es lässig. So. Aber am Schluss wird es richtig emotional noch. Und es verwünscht dich. Es verwünscht dich wirklich. Du bist wirklich im Film drin. Sehr starke Sehempfehlung. Mhm. 3,5 Sterne. Ich sehe, der André an 4 Sterne gegeben, die würde die Frage sich so, Alex. weißt du, das ist dann noch, da kommt dann noch, bei mir ist ja immer so, dann muss aber noch Musik und Kamera etc. Kamera-Musik, ja. Das sind ja für mich die elementarsten Teile. Die sind auch
die Musik ein bisschen natürlich, aber eigentlich irrelevant. Mhm. Eigentlich ist die Musik und die Kamera für mich da ist so ein bisschen 0815 wie überall. Alles, was du aber siehst vor der Kamera, das ist das, was dich bewegt. Und darum hat es für mich nicht mehr auf eine höhere Bewertung gelangt. Aber nichtsdestotrotz, hey, für mich eine riesen Sehempfehlung, vor allem für Fans von Ghostbusters. Das ist der Real Deal. Und erinnere an unsere Movie Cops-Folge, die wir mal hier hatten, oder? Wo du gesagt hast, so, wo es um Remakes und Reboots gegangen ist, wo du gesagt hast, so, ja, so der letzte, wo sie einfach alles. Wo sie einfach Geschlechter gewechselt haben, quasi, und von neu anfangen. Das ist gar nicht so schlechter Zeug und Sachen, oder? Und ich dann wirklich den ganzen Film nochmal geschaut, du ja auch, Spike. Ich habe jetzt auch gesehen, ja. Und wir einfach beide nachher gesagt, Alter, das ist der grösste Bullshit, den ich je gesehen habe. Also ich sag ich habe ihn nicht ganz so schlimm gefunden. Ah, wie doch, du. Nein, du hast ihn schlimmer gefunden als ich. Ich habe ihn einfach auch... Dort hat mir einfach das Herz für Ghostbusters irgendwie gefehlt. Mhm. Ich habe maximum zwei Charaktere. Einen Charakter habe ich gut gefunden, der Rest höchstens erträglich, aber mir hat das Herz für Ghostbusters enorm gefehlt. Aber die Effekte sind gut gewesen. Muss man sagen, die Effekte sind auch gut. Ja, das ist richtig. Und ja, das ist das Minimum, sorry. Das Einzige, was man vielleicht eben, was ich, worum es vielleicht auch nochmal einen halben Stern mehr abgezogen hat, es ist halt nicht eine sehr originelle Story. Das muss man wirklich sagen. Es kommen halt, das ist ein Teil vom Fanservice. Das ist aber auch wieder sehr Ghostbusters-like. Ja, ja, aber weißt du, es kommen. Ich will eben nicht spoilern, aber es kommen Figuren vor, die wir schon kennen. Und auch der Hauptbösewicht ist wieder jemand, den wir kennen. Und das habe ich in Schade gefunden. Gut, das sehst du ja schon in jedem Trailer. Ah, ist das so? Ja, ah, ja, gut, dann also meine Trailer sieht man. Okay. Ja, nein, das habe ich in Schade gefunden, aber ansonsten, hey, unbedingt reinziehen als Fan. Ja. Ryan. Ja, das ist auch aktuell der Film, der mich am meisten reizt überhaupt. Hey, aber dann haben wir ja jetzt wirklich. Also, wir haben aus dem Kino ein paar Filme, wir haben noch Finch zum Streamen und dann haben wir halt heute sehr viel über Serien geredet. Aber ich glaube, ja, wir haben nicht, diese Woche ist ja so viel an Serien rausgekommen. Top Tipps, ja. Top aktuell. Also, eigentlich ist es nicht eine Review-Folge gewesen, eigentlich Nein. ist es fast eine Preview gewesen. Hey, ich würde schon fast sagen. Ja. Und von dem her, wenn wir nichts mehr haben, würde ich sagen, schließen wir jetzt ab, oder? Ja. Das ist doch tipptopp. Die Zeit passt auch. Ja, und darum, hey, bleibt uns treu, folgt uns auf den sozialen Medien, loset uns weiter rein. Danke vielmals, gebt einen Kommentar ab, schaut auf Letterboxd. Ihr kennt das Prozedere und darum sage ich gar nicht viel mehr. Ausser tschö! Tschö! Tschö.